Hallo Mr. Happens. Hallo Shrick. Bam 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 bam. Hallo Pyro, hallo Azrael, hallo Mariko, hallo Benny, hallo Alex, hallo Shootem. Was geht? Hallo Dynamax. Was willst du machen? Ich bin ein Streamerboy. Ich hasse mich selber. Ich schwitz. Hallo JP. Ich komme in den Stream und bekomme spanische Werbung. Dann solltest du hier mal subscriben. Werbung sehen ist so 2010. Wer sieht denn schon Werbung heutzutage? Wie ist der Stand deiner Batterie? Bleibt da Platz für Zelda MM? Das verstehe ich nicht. Hä? Hallo Schmidtlinger. So, ich habe nicht genug Geld. Geringverdiener. Wow. J-Gamer. Tier 3. Schau, so geht es. Heute bin ich extra mies. J-Gamer, vielen, vielen Dank für dein Tier 3 wieder mal. Dankeschön. Zettelchen liegt hier, wird aufgehoben. Hallo Megumina. Nope. Heute gehen die 10.000. Bist fertig mit Gen 5? Yep. Na, wenn deine Batterie wieder leer geht, können wir hinterher MM für Trophäen anfangen? Nö. Das ist schön, dass du das annimmst, aber ich spiele kein MM. J-Gamer, du bist ein Latios. Latios. Sorry, bin jetzt noch nicht ganz volljährig. Wie soll ich dann ein Geringverdiener sein? Hä? Sobald du aus der mütterlichen, was heißt Womb auf Deutsch? Das klingt auf Deutsch nicht so schön, das Wort. Hä, du bist mit 0,1 Jahren schon Geringverdiener. Früher hat man in deinem Alter in den Minen hart gearbeitet, um seinen Streamer zu unterstützen. Früher in den guten alten Zeiten, wo man noch Kohleasche geatmet hat, um sich ein Brot zu kaufen nach 30 Stunden Arbeit. Ich werde geduldig warten, irgendwann werde ich das Ende von MM bei dir sehen. Dafür müssen wir erst den Anfang sehen wieder. Hat man mit 16 geheiratet und war schon mitten im Arbeitsleben? Eben. Wo sind diese Zeiten hin? Seit wann existiert Twitch? 1823. Look it up, Wikipedia. Lady, du bist ein Ninkada. Warum sagst du, dass du mit Gen 5 fertig bist? Ich sehe jetzt schon wieder die Frage nach dem Video. Glaubst du, die Frage kommt nicht, wenn ich sage, dass ich nicht fertig bin? Ist doch den Leuten egal, wie weit ich bin. Die Leute erwarten, dass ich einen perfekten Drehplan habe. Mit Trailer und Release-Datum. Und Credits, Credit Roll und genauer Plan. Ich bin nicht 16 oder so, sondern 13. Es wird immer schlimmer, Dynamax, was du alles sagst hier. Heute hast du noch nichts gesagt, das mich davon überzeugt, dass du 18 bist. Ich mach keinen. Ich ergibt keinen Sinn. Ich rede doch nur Quatsch. Gebt doch den Leuten nicht immer Tipps. Tipps kriegt man, indem man hart
lernt, wenn man es selber lernt. Ich ergebe halt wirklich keinen Sinn. Vielen Dank, Salad, übrigens für 33 Monate. Vielleicht muss ich für alles einen Zettel rauskommen lassen, dass ich das nicht vergesse. Salad, vielen Dank für 33 Monate. Verrückt, verrückter Salat. Und Lady, vielen Dank für 10 Monate. Primus Maximus. Ich gehe schon eine runde Ecke und schäme mich für den Tipp. Nein, nein, nein. Früher ist man rausgegangen und hat den Rasen von der Nachbarschaft und Kohle abgebaut, um Geld zu verdienen. Genau. Was habt ihr für Jobs als 13-Jährige gehabt? Neben natürlich dem Kohlewerk, dem Ölrig. Keine Ahnung, wie sagt man das auf Deutsch? Bohrinsel. Bohrinselmensch. Hallo JJ. Zeitung austragen. Beruf Kind. Oh, das ist der beste Beruf, ne? Taschengeld. Wie viel Taschengeld habt ihr früher gekriegt als allererstes? Also wie hoch war euer erstes Taschengeld? Und wie hoch war euer letztes Taschengeld, das ihr jemals bekommen habt? JJ, du bist so eine Zelle da mittendrin so. Zytomega, Monozyto, Zyste. Und Deiske, du bist das Mittlere von dem einen, das süß ist, und dem anderen, was krass ist und Wald ist. 2,50 Mark, erstes, am Ende 25 Euro. Okay, ich werde die Klappe halten. Über mein Taschengeld. Du bist ein laufender Busch. Rasenmähen. Azrael, vielen, vielen Dank, dass du Dynamax einen Sub geschenkt hast, damit er kein Geringverdiener mehr ist. Sehr, 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 sehr gut. Und wusstest du, dass du schon 76 Subs hier verschenkt hast? Hallo Toni. Mark und 200 Euro. Das ist schon eher da. Das ist schon eher die Spanne, die ich gehofft habe zu lesen. Mariko, du bist ein Pumpkin. Aber ja, ich habe damals, immer wenn ich Rasen gemäht habe, aber unseren Rasen, habe ich ein 5 D-Mark Stück gekriegt. Das war unser Rasen. Unser Rasen. Keine Ahnung, meine Eltern. Klar sollte man es umsonst machen. So, warum sollte ich dafür bezahlt werden, dass ich unseren eigenen Rasen mähe? Aber ich finde es auch eigentlich ganz, ich fand es auch ganz, also natürlich nett. Aber ich fand es auch cool, weil man direkt als kleines Kind dadurch gelernt hat, dass man Sachen machen muss, um Geld zu kriegen. Und ich rede wirklich, ja, so kleines Kind. Was heißt kleines Kind? So groß, dass ich halt gerade einen Rasenmäher schieben konnte und so. Also schon größer natürlich. Weißt du schon, wann das denn Schimpfvideo kommt? Raus. Lösch dich. Auf Wiedersehen. Was war Mariko? Achso, ein Pumpkin, ja. Hallo Noir. Danke, schätze ich. Er weiß wie. Ich glaube schon, danke, ja. Leo, wie immer, die Nettigkeit in Person. Wollt ihr lieber jemanden, der hier... Ja, keine Ahnung. Ich weiß halt nicht, über was ich reden soll. Dann bin ich lieber gemein. Und gemein ist dann der Content. Weil nett ist kein Content. Nett ist Status Quo. Status Quo ist langweilig. Bin am Event Mons für Gen 5 am Klappern. Hatte voll verdrängt, dass ich da ein altes Android-Telefon brauche, ohne Worte. Was?
Das musst du jetzt erklären, was du da brauchst. Ach so, was? Ach so, du meinst, um den DNS-Glitch zu machen. Du brauchst kein altes. Ich habe das zweitneueste Google Pixel und es funktioniert. Du brauchst kein altes. Nur Apple hat halt so Sicherheitsvorkehrungen, dass es nicht geht. Aber du brauchst Android, ja. Ich habe gerade an altes Android-Telefon irgendwie gedacht, an so ein Nokia. So ein altes Nokia mit Snake drauf. So klang das irgendwie, altes Android. Aber klar, wir befinden uns trotzdem in der Smartphone-Ära. Ich habe immer noch Porridge hier vor mir. Ich habe nicht alles gegessen zu schaffen, aber Porridge macht schnell wieder hungrig. Sagen wir, ich brauche ein Android, habe keine Freunde, die sowas nutzen. Eieieiei. Ist ja auch was ich nicht verstehe in Amerika. Amerikaner benutzen ja kein WhatsApp, weil da so gut wie alle iPhones haben und das iPhone quasi Messages hat, was quasi WhatsApp ist. Nur halt von iPhone. Und es ist so verrückt zu denken, dass die kein WhatsApp benutzen. Weil jeder dort einfach dem iPhone-Fandom unterfallen ist, hinterfallen ist, hintergangen. Doof. Dankeschön für dein Prime. Danke für deine unterhaltsamen Videos. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Meine Nachbarin ist Inderin und die macht heute Butter Chicken. Ich auch. Weil ich danach fragte, ich freue mich extrem drauf. Moment, sie macht für dich Butter Chicken. Und außerdem, aber trotzdem Bebex, das musst du jetzt noch weiter erklären, weil für Gen 5 brauchst du noch nicht mal Android. Hast du mein Video gesehen, wie ich gesagt habe, okay Leute, ihr braucht ein Android-Phone für Gen 4. Wenn ihr dann ein 3DS habt, geht Gen 5. Und da ist es egal mit dem Wi-Fi. Da kannst du einfach dein normales Wi-Fi benutzen, passwortgeschützt und alles. Du brauchst nur ein altes Android, weil das alte DS-System keine Passwörter zugelassen hat. Und außerdem brauchst du auch kein Android. Du kannst einfach dein Router das Passwort wegnehmen und dann geht's auch mit deinem Router. Wenn du Bock hast. Poké Rogue hat dich gefangen. Das habe ich mich auch schon gefragt, ob ich das irgendwie spielen soll. Aber irgendwie ist, glaube ich, da ein großer Fokus auf Kämpfen. Eventuell. Ich meine, man bewegt sich noch nicht mal. Sind Raids legit von so Twitch-Kanälen, bei denen man 10 herber Mystikra pro Raid bekommt? Die sind legit im Sinne von, dass du da einfach mitmachen kannst und natürlich kriegst du keinen Ärger dafür oder sowas. Aber ich kann dir garantieren, dass diese Twitch-Kanäle den Raid auf eine Art und Weise gefunden haben, die, naja, wo man von Cheaten reden kann. Also die haben den Raid gefunden, indem sie gecheatet haben und du machst halt bei dem Raid einfach mit. Was kriegen die dafür? Klicks und deine Watchtime. Lurky, du bist ein Elektroball. Dann mache ich das nicht. Okay. Ich wollte gerade sagen, Poké Rogue ist doch nichts für dich. Ja, es sieht schon cool aus. Ich habe Smalland dabei zugeguckt, wie er auf Stufe 1000 gekommen ist. Oder ich weiß nicht, ob er es geschafft hat. Ich schätze schon. Weil er hatte ein Lunala Necrozma. Wie heißt es dann eigentlich? Ultra Necrozma? Heißt es Ultra Necrozma? Nee, jetzt kann nicht sein. Wie heißt Lunala und Necrozma fusioniert? Black Lunala? Nee. Hab Schild nochmal angefangen, weil ich dieses Mal die Legendaries in Shiny haben möchte und beim letzten Mal nur für Homedecks gefangen habe. Toni, was? Toni, das fangen wir nochmal von vorne an. Du hast Schild nochmal angefangen, weil du dieses Mal die Legendaries in Shiny haben möchtest.
Und jetzt erklärst du mir, wie du die Legendaries in Shiny haben willst. Wie? Wie machst du das? Vielleicht redest du vor den Regis. Redest du vor den Regis? Ach so, redest du von den Legis in Abenteuer Raids? Ah, okay. Wenn du von Legis redest, dann denke ich an die Cover Legis. Oh ja, klar. Das heißt, du hast alles schon gefangen gehabt und jetzt willst du sie in Shiny machen. Ja. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Du musst nicht weit spielen. Du musst ja nur am Anfang zum ersten Bahnhof kommen und dann kannst du direkt zu Suicune Abenteuer Raid. In den japanischen Spielen Blattgrün, Saphir etc. kann man die Sprache ja nicht abändern, richtig? Durchgespielt hast du die also auf Japanisch, würde ich nicht hinkriegen, glaube ich. Habe ich auch nicht, würde ich auch nicht. Du kannst die Sprache allgemein erst ab Gen 6 ändern. Erst Gen 6 hatte quasi eine europäische Version, eine europäische Version, eine amerikanische Version, eine japanische Version. Und in der europäischen Version kannst du die Sprachen auswählen. Vielleicht kannst du auch die Sprachen ändern in der amerikanischen Version, weiß ich gar nicht. Weiß das jemand? Vielleicht kannst du in jeder Version die Sprache ändern. Wahrscheinlich. Ist das Suicune safe? Der erste Raid, den du in Schwert und Schild machst, ist immer ein Suicune, ja. Aber du kannst weglaufen. Morgenschwinge und Abendmähne? Echt, so heißen die? Noch nie gehört den Namen. Klingt wie ein... Echt, die heißen so? Das klingt wie ein Paradox. Dave, du bist ein Zoroark. Nicht schlecht. Ich habe nicht japanisch durchgespielt. Ich habe nicht 187 Stunden japanisches Feuerrot gespielt. Dieser Speicherstand war schon drauf. Das ist ein Speicherstand von der Person, ich weiß nicht mehr, von dem ich das Spiel gekauft habe. Aber durch deine Videos weiß ich, dass man auch ohne Gewürze gut Shinies finden kann. Korrekt. Ich würde sogar sagen, du findest sie schneller, als wenn du jetzt anfangen würdest, Gewürze zu grinden. Du brauchst keine Gewürze. Aber wenn du keinen Bock hast, einen Schillerpin zu holen, aber Bock hast, Raids zu machen, dann wäre es natürlich schneller, wenn du Raids machst. Hallo, roter Jay. Da wäre ich gern daneben gestanden, wie du zu deiner indischen Nachbarin gehst und sagst, hey, ich kenne da jemanden, der macht Butter Chicken. Kannst du das für mich mal machen? Die denkt sich so, what? Warum ich? Ich stelle es mir nur so vor, ich kenne nicht eure Beziehung, aber... Ding dong, hallo, ich bin die Nachbarin nebenan. Bei Ihnen riecht's immer so gut. Sie sind doch indisch, oder? Können Sie Butter Chicken für mich kochen, bitte? 110. Hallo, Drarod. Hallo Angel. Ich mache das heute auch, aber ich habe gestern vergessen, das Fleisch vorzubereiten und jetzt liegt das Fleisch draußen und taut auf und dann werde ich einfach eine Stunde vorher das Fleisch machen und dann eine Stunde warten und dann ist es aber nicht so geil. Aber egal. Kam fett ins Unwetter rein, vorhin samt Hagel. Die Welt geht unter. Im Mai Hagel. Leute, hört endlich auf, Diesel zu fahren. Und Kühe zu essen. Wegen euch war Dave im Hagel. Aber ich bin vorhin auch vom Gym zurückgegangen und danach war ich komplett geduscht. Hier ist auch gerade ein Sturm, der durchzieht die nächsten Tage.
Mein Kumpel hat ohne Schillerpin 6 Geheimgewürze für Bouts ausgegeben und ich habe ohne Geheimgewürze 2 Shiny Bouts. Ja. So funktioniert Glück und Pech. Was ist die Chance in Purpur bei Raids? Hab nämlich mal ein Shiny Affiti bekommen und hab's erst nach dem Raid richtig gemerkt. 1 zu 4000. Raids kannst du nicht beeinflussen, es sind immer Full Odds. Es sind sogar genau genommen noch schlechtere Odds. Irgendwie nicht 4096, sondern 4115 oder sowas, weiß nicht. Über 4100. Und Streams nur noch auf 360p schauen. Jetzt wollen wir nicht übertreiben. Zu 4184 ist das, glaube ich. Dann weißt du es ja. Warum fragst du mich? Du weißt es ja besser. Ich glaube 1 zu 4103. Dann weißt du es ja. Aber das sind zwei verschiedene Zahlen. Hallo Mulai. Und Leute, was denkt ihr? Hat Schweiz es verdient, den ESC gewonnen zu haben? Und findet ihr, hat Deutschland den 12. Platz verdient? Ich musste mir all das Drama anhören von Rosa, die live dort war. Ja, natürlich. Und wie fandet ihr Irland? Irland ist zum ersten Mal in 25 Jahren überhaupt irgendwie in den Top 10 oder sowas. Meistens qualifizieren sie sich nicht mal. Hallo, I'm Shadow. Überhaupt nicht verfolgt, gar keine Ahnung. Fandest Luxemburg besser? Du bist hart biased. Ach ja. Moment, ich so. Ah ja. Ich habe dein Video gesehen, wie man Deoxys ins Markt bekommt. Geht das in Feuerrot auch so oder wie macht man das? Das geht so ähnlich. Ich weiß nicht auswendig, was du ändern musst. Dann musst du dir Videos dazu anschauen. Aber ja, es ist im Endeffekt auch Granabeere und so weiter, aber ein paar Sachen sind anders. Kroatien fand ich besser. Kroatien das Rammstein-Ding? Das 1 zu 1 so klingt wie Rammstein. Dicke, 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 dick, dick, dicke, dicke, dick, dick, dicke, dicke, dick, dick, die da, ne? Das 1 zu 1 ein Rammstein-Lied. Aber, und er bewegt sich sogar so wie Till Lindemann. Aber ist ja okay. Das fand ich auch. Das fand ich war für mich der beste Ohrwurm. Ich kenne mich nicht mit Rammstein aus. Besser ist es. Besser ist es. Schweiz war überhaupt nicht meins. Ich hätte Kroatien gewinnen müssen. Irland war creepy und cringe zugleich. Creepy und cringe zugleich. Aber nicht so cringe wie Spanien, oder? Mit ihrem Fox. Mit ihrem, wie heißt das Wort? Das Lied ging über Cougars und sie ist selber auch eine Cougar. Quasi der spanische Schlagersong. Es war 1 zu 1 Schlager. Zorra, genau. Zorra, die Cougar. Hallo Philipp. Also ich muss mir nichts cheaten, sondern kann einen Glitch, sage ich mal, nutzen. Genau, du kannst den Pommer-Glitch nutzen, auch in Feuerrot und Blattgrün. Er geht nur ein bisschen anders. Weil es natürlich, es gibt nicht sowas wie die zwei Pokémon, die man geschenkt bekommt. Finnland habe ich, glaube ich, nicht gesehen, weiß ich nicht. Rosa hat mir gestern die Highlights gezeigt. Hallo Prani. Spanien ist schon immer gut, weil sie auf Spanisch singen und Spanisch geil klingt. Du kannst nicht sagen, dass Spanien dieses Jahr, dass das gut war. Das war Cringe-Schlager. Okay, war oft so peinlich schlecht. Das ist leider auch oft so. Ich bin der Einzige, den die ganzen Events in Capo eher stresst als Freude bringt. Irgendwie finde ich das anstrengend und habe auch nicht immer die Zeit, an genau den Tagen zu spielen. Aber es sind ja nicht nur ein paar Tage. Es sind über 4 Wochen hinweg 24 Tage oder sowas, oder? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah ne, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 6 Tage. Das sind 6 Tage.
Finnland war der Windows-Man. Achso, das da. Windows 98. Irland war wie diese Anime-Folge von Pokémon, wobei manche Kinder epileptische Anfälle bekommen haben. Jetzt zieh doch nicht Porygon da rein. Hat auch 0 Punkte bekommen. UK. Also Spanien. Ja, Spanien hat auch nicht gut abgeschlagen. Mich kümmert es auch nicht so viel, aber Rosa war halt live da, hat alles. Die ist auf Reddit jetzt und das ganze Drama. So viel Drama, ey. Dieser ESC und wie die einfach den Niederländer rausgekickt haben. Die werden so verklagt von den Niederlanden. Jetzt ist es so geil, dass einfach ein Land quasi eine Organisation jetzt verklagt, weil sie nicht mitmachen durften. It's so spicy Drama. Norwegen hatte nur 13 Punkte, glaube ich. Stimmt, die waren die letzten, ne? Und da regen sich auch viele auf, weil die voll gut waren. Habe ich auch nicht gesehen. ESC ohne Drama wäre kein ESC. Aber diesmal ist es besonders krass. Nächstes Jahr muss ich mir dann ein ESC live antun. Theoretisch könnte der in meine Stadt stattfinden. Ey, ob die Tickets dann noch teurer sind als sonst? Wobei, Schweden ist auch schon teuer. Rosa geht auf jeden Fall hin. Ich schicke gleich die volle Liste. Von was? Ich will keine Liste. Wenn der Typ wirklich eine Frau gegangen ist, hat sie ihn zu Recht angezeigt. Hat er halt nicht. Dass tatsächlich all dieser Quatsch, den dann die dummen TikToker verbreiten, ist nicht passiert. Soll ich euch die Geschichte erzählen, was dem Niederländer passiert ist? Von einer Frau, die tatsächlich live dort war. Der Niederländer hat... Das interessiert euch doch alle. Der Niederländer hat einen Song, der ihm sehr persönlich ans Herzen geht, weil es über den Tod von seinem Vater geht. Oder Eltern? Oder Mutter? Mutter, glaube ich. Und am Ende ist er dann immer sehr traurig nach dem Song, sagen wir es mal so. Emotional. Erschöpft. Und er hat anscheinend dem ESC immer wieder gesagt, er will nicht danach gefilmt werden. Und jedes Mal bei den Proben, ihr müsst euch vorstellen, das ist ja monatelang, dass sie das vorbereiten und diesen Song immer wieder aufführen. Und jedes Mal, wenn er dann total emotional von der Bühne geht, stecken die ihm eine Kamera ins Gesicht. Was noch nicht mal ausgestrahlt wird. Einfach nur etwas vielleicht, um das zu benutzen, wie er von der Bühne geht. Und dann bei der Probe eben, oder bei dem Halbfinale, wo war das? Keine Ahnung, am Donnerstag, glaube ich. Am Donnerstag hat er wieder gesagt, bitte filmt mich nicht danach. Und die Kamerafrau hat ihn halt direkt Kamera voll ins Gesicht gehalten und dann hat er was Gemeines zu ihr gesagt. Oder nicht mal das. Er hat anscheinend nur eine Handgeste ihr gemacht. Ich weiß nicht welche. Mittelfinger allein. Keine Ahnung. Und das war genug für die, dass sie ihn disqualifiziert haben. Was hart ist, wenn man bedenkt, dass Israel mitmacht. Zum Beispiel. Deswegen hat Rosa auch von den Protesten vor der Halle erzählt. Erzählt nicht, aber das Buhn innen drin und so weiter. Das ist alles so gewesen, ja. Die haben sogar gebuht. Die haben anscheinend sogar gebuht, als weil die Niederlande durfte dann auch nicht die Punkte vorstellen von den Niederlanden. Und der Chef vom ESC selber ist auf die Bühne gegangen, um die Punkte ganz schnell vorzulesen. Und die ganze Halle hat den Chef ausgebuht. Was man wahrscheinlich live auch nicht mitgekriegt hat. Aber deswegen hat er so sauschnell durch die Punkte von den Niederlanden gelesen. Weil die Niederlande durfte nicht mal ihre Punkte vorlesen. Ich finde es auch unwahrscheinlich, dass Israel mitmachen durfte. Russland wurde sofort ausgeschlossen. Ja.
Yep. Und vor allem, ne, die hat ihm die Kamera ins Gesicht gehalten. Das heißt, es gibt Videoaufnahmen davon, was er gemacht hat. Warum wurden die nicht veröffentlicht, wenn es so schlimm ist? Das wäre doch ein Beweis, um zu zeigen, was passiert ist. Wo sind diese Videoaufnahmen? Wo ist diese fette Kamera? Also wo ist die Aufnahme davon, was die Kamerafrau gemacht hat, als er von der Bühne kam? Das sollte er beweisen, was er gemacht hat. Die haben in der Halle Europapa gesungen während dem Israel-Act. Europapa? Europapa? Was ist Europapa? Ist das das Lied von der Niederlande? Ich habe keine Ahnung. Ist das das Lied von dem? Ah. Hast du 4 Gameboy und 4-mal Feuerrot? Ich habe einmal Blattgrün, einmal Feuerrot, 2-mal Japanisch Feuerrot und 4 Gamecubes mit Gameboy Adapter. Ups. Ja. Einfach veröffentlichen würde gegen EU-Datenschutz gehen? Das verstehe ich nicht, warum. Warum? Das ist eine Aufnahme vom ESC, die sie gemacht haben. Du meinst, weil es ein Verfahren ist? Klar, okay, das weiß ich nicht, wie das ist. Wenn es ein Verfahren ist, dann ist es Beweismittel und dürfen die es nicht veröffentlichen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall gibt es irgendwas. Und in deinem Setup habe ich gesehen, dass du mit einem Controller 4 Gamecubes auf einmal spielen kannst. Genau, deswegen habe ich das hochgehalten. Hier. Klick. Was willst du machen? Ich finde halt so krass, du hast dir halt diesen ganzen Advanced SP Setup da gekauft. Und jetzt willst du dir auch noch dieses Gamecube Setup holen? Warum? Das Gamecube Setup macht ja nur Sinn, wenn du Colosseum machen willst. Deswegen habe ich mir direkt von Anfang an habe ich gesagt, ich hole mir nur das Gamecube Setup, weil damit kann ich beides machen. Aber hol's dir. Auf jeden Fall, Irland ist sehr stolz. Anscheinend war die ganze Halle auch voller Iren, die extra hingefahren sind, weil es so besonders ist, dass Irland mal mitmachen darf. Und dann auch noch mit so einem Banger. Wobei, es ist kein Ohrwurm, aber es ist eine geile Show und sie ist cool. Und sie hat auch Rosa auf Instagram geantwortet oder geliked irgendwas, was Rosa gemacht hat. Rosa ist jetzt so mit der irischen Contestant. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Barbie, Baby, Baby Doll, Baby, Barbie, irgendwie sowas. Ach, Bambi, genau. Ja, klar, wenn er jetzt super aggressiv gegenüber der war, dann ist es natürlich kacke, dann muss man die Konsequenzen dafür haben, aber anscheinend war er nicht mal aggressiv. Aber, nein, keine Angst, ich kann euch da berichten, Rosa ist da in den Gerüchteküche komplett mit drin, die weiß sofort, wenn irgendwas passiert, weil die verklagen jetzt wirklich, weil die Niederlande versteht es nicht, dass man für so etwas Lapidares disqualifiziert wird. Steuerst du die Gamecube mit dem GBA? Ich dachte, du steuerst sie mit dem Gamecube-Controller. Nö. GBA. Ich habe Lust, alles mit einem Controller steuern zu können. Und ab 6 SPs wird es auch umständlich. Ich werde mir halt dann auch wohl 8 Gamecubes holen. Dann machst du ja schon What the Shiny und Professor Rex langsam Konkurrenz, wenn du dir direkt 8 holst. Aber keine Angst, die haben 10 und 16 und sowas. Pyro, du bist ein Absol.
Der Vorfall war nicht wirklich in der Öffentlichkeit. Ja, das war halt keine Kamera, die einen Live-Feed hatte, aber es war halt eine Aufnahme für den ESC. Aber ja, klar, keine Ahnung dann. Aber dann irgendwo gibt es halt etwas, was das ja zeigen würde, was wirklich passiert ist. Das ist wild, hat er gar keine Kabel der GBA? Nee. Frag doch einfach die Frage, wie geht das? Ich warte doch nur darauf, dass du fragst. Aber wie geht das, Leo? Wie geht das? Also, du hast ein GBA und du gehst auf Inside Gadgets und ich mach kurz aus. Inside Gadgets hat ein System entwickelt. Das ist quasi ein GBA-Spiel. Und das ist einfach nur etwas, ist halt ein Spiel, was den GBA zum Controller macht. Und dann hast du auf der anderen Seite, kaufst du auch bei Inside Gadgets diese Dongle hier. Du siehst diese Dongle, die an der GameCube hängen. Wie kleine, schlaffe Penisse. Das da. Die hängen überall dran. Und die GameCube zapft die an und steuert die GameCube zeitgleich. Du brauchst halt ein System, das nicht mit Bluetooth funktioniert, weil Bluetooth einfach. Wobei Bluetooth geht vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung. Aber du brauchst halt einfach ein System, das mehrere Signale nehmen kann. Weil normalerweise wird halt eins reserviert und dann kannst du es nicht mehr ansprechen. Aber wenn du ein System hast, das einfach nur ein offenes Signal hat, was du anzapfen kannst, dann kannst du da so viele Sachen halt nehmen, die du willst. Drarot, du bist ein Magunio. Es gibt drei Wege, GameCubes zu steuern. Gleichzeitig. Das ist das, Inside Gadgets. Die kannst du da Dongle draußen dran stecken, du kannst aber auch was innen drin reinlöten. Dann steckt halt, dann hängt halt draußen nichts dran. Dann gibt's den offiziellen Weg, dass du vier GameCube-Controller kaufst, aber vier kabellose GameCube-Controller, genannt Wavebird. Da kostet aber einer mindestens 100 Euro, das heißt, du würdest allein 400 Euro ausgeben für vier Stück. Bei so einem Dongle kostet auch 30 Euro pro, aber halt nicht 100. Und dann gibt es noch Blue Retro. Das ist allgemein eine Open Source Software, die es erlaubt, alte Konsolen mit Bluetooth zu steuern. Da kannst du auch, halt auch Einstellungen treffen, dass das alles von einem Controller gesteuert wird. Das kostet am wenigsten, das kostet so 20 Euro, alles zusammen. Also es ist ein so ein Dongle, den du kaufst und überall reinsteckst und dann sind dann 20 Euro insgesamt. Aber der geht nicht so, der ist nicht so zuverlässig. Das hier ist definitiv das beste System, wenn du ein GBA hast, SP, DS. Du brauchst halt irgendein Nintendo-System, wo du das Spiel reinsteckst. Aber manche sind schon echt doll mit 20 Capture Cards und allem drum und rum. 20 Capture Cards sollst du aber nicht brauchen. Weil es gibt ja Splitter. Ich weiß nicht, was das Maximale ist, das ein Splitter kann. Aber vier Bilder ja auf jeden Fall. Aber es gibt bestimmt auch Splitter, die acht Bilder auf einmal darstellen können. Oder Multiviewer oder wie man das nennt. Picture-in-Picture-Sachen. Ja, wenn ich alle Deoxys habe, dann werde ich im Video zu Deoxys das auch nochmal erklären und unter mein Video die ganzen Links packen, dass man sich das nachbauen kann. Oder ein eigenes Video dazu machen. Es ist halt so speziell und so teuer, dass es sich, also ein deutsches Video dazu zu machen, es gibt super viele englische Videos dazu, aber ein deutsches Video dazu zu machen, glaube ich, lohnt sich halt nicht, weil die wenigsten holen sich halt so ein Setup.
Deswegen werde ich es vielleicht im Deoxys-Video einfach kurz, eine Minute lang kurz sagen, was es ist und dann unten verlinken, was, wo man das Zeug kaufen kann. Aber ich habe schon Setups gesehen, die brandschutztechnisch schon schwierig waren. Da habe ich bei meinem Setup auch immer Angst. Ich würde auch ein ausführliches Tutorial von dir angucken. Ja, aber glaubst du, 10.000 Leute würden sich das angucken? Vielleicht. Nee, weiß nicht. Vielleicht irgendwann mal. Wer weiß, ich weiß. Was ist schon ein Brand, wenn man jeden Tag 8000 Encounter machen kann? Ja, ich finde halt ab irgendeiner Zahl, ich finde 4 schon grenzwertig, aber über 4 ist definitiv, man verschafft sich so viele Vorteile, dass es eine eigene Kategorie an Shiny Hunten sein sollte. Ich meine, es ist, man kann es nicht verstecken, denn man sieht, boom, 16 Gamecubes. Aber immer wenn ich so 16 Gamecubes sehe, denke ich mir, pff, ist das noch Shiny Hunten? Die Chance ist ja dann pro Minute irgendwie 1 zu 100. 16 mal 100 ist 1600, 1 zu 1000. 1 zu 500, so. 1 zu 500 pro Minute. Oder hier pro 20 Sekunden, pro 30 Sekunden. Man benutzt halt irgendwie 8 Schillerpins. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, dass das nicht mehr Full-Orts Shiny Hunting ist. Ich würde auch sagen, dass ich kein Full-Orts Shiny Hunting gerade mache, weil ich einfach einen Schillerpin benutze. Indirekt. Sogar, glaube ich, mehr als ein Schillerpin. Schillerpin sind 2 zusätzliche Rolls, oder? Ne, 3 zusätzliche. Dann sind es 4. Ey, es ist wie ein Schillerpin, oder? Das hier zu haben. Glaube. Oder 2 zusätzliche waren es. Wieso sollte es kein Full Odds mehr sein? Weil ich 4 gleichzeitig mache. Weil ich pro Knopfdruck nicht 1 zu 8000 habe, sondern 1 zu 2000. Klar, ich sag auch, ich habe 1 zu 8000 nur 4-mal so schnell. Aber es kommt aufs Gleiche raus. 1 zu 8000 4-mal so schnell ist 1 zu 2000. Vor allem, weil es ja gleichzeitig funktioniert. Wenn ich jetzt 8 Systeme vor mir habe, die ich einzeln steuere mit meinen Fingern dauernd, ist es, finde ich, wieder was anderes. So wie die mit dem SPs vor sich. So klick, 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 klick. Aber ich rufe buchstäblich 4 Deoxys mit einem Klick auf. Die Chance bei einem Klick ist 1 zu 2000. Klick. Aber natürlich zahlt man einen Preis dafür. Buchstäblich einen Preis. Es kostet, so viele Gamecubes zu haben und so. Es ist jetzt nicht ein Cheat, den sich jeder einfach machen kann. Aber es ist ja trotzdem jeweils 1 zu 8000. Ich kenne kaum Full Odds Hunter, die nur Solo hunten. Ja, ja. Ja, ja, du. Ich mach's ja auch. Ich habe ja auch nichts dagegen. Aber ich verstehe jeden, der sagt, das ist keine Full-Odd Shiny Hunt. Weil es ist streng genommen keine Full-Odd Shiny Hunt. Sobald man es sich einfacher macht, ist es kein Full-Odds mehr. Kein richtiges Full-Odds mehr. Das, was Oliver mit Manafi macht, das ist Full-Odds. Wobei, er hat auch 4 Eier, ne? Aber er hat nur ein System. Warte mal, ne, er hat 2, warte mal, wie war's? Ne, warum sage ich das jetzt gerade? Ne, Entei meinte ich. Ich hab gerade an Olli gedacht, aber ich meinte Entei. Entei, Raikou. Er sucht Raikou auf einer Gamecube.
Das ist Full Odds Shiny Hand Raikou in Kolosseum. Ist halt 4 zu 8000, ja, was 1 zu 2000 ist. Hallo Igor. Hallo, haben Sie schon vom gelben Deoxys gehört? Nein, was ist das? Aber meistens spielen wir dann trotzdem was anderes nebenbei. Das ist wieder was anderes. Ich meine ja, der Unterschied, der es macht, ist, dass du mit einem Knopfdruck mehrere gleichzeitig herbeiholst. Wenn ich zwei verschiedene Spiele gleichzeitig spiele, dann ist das mein Skill, dass ich zwei verschiedene Spiele gleichzeitig spiele und meine Hände die ganze Zeit hin und her gehen und sowas. Aber wenn ich 16 Gamecubes mit einem Controller steuere, bei dem ich mit einem Knopfdruck 16 Pokémon sehe, dann ist das 16 zu 8000. In diesem einen Knopfdruck. Aber wenn ich 8 SP vor mir stehen habe und im Gras hin und her laufe und jedes Mal die Bewegung mache, dann ist es natürlich Full Odds Pro das Ding. Aber sobald ich einen Controller-Mod habe und alles mit einem Knopfdruck mache, ist es wie ein Schillerpin zu haben. Hallo Kadoku, hallo Akkubär. Wie viele Deoxys fehlen noch? 2. Und sie lassen sich Zeit. Ich hatte Glück beim letzten mit 4000, aber der hier lässt sich jetzt wieder Zeit. Wir sind bald nicht nur bei Full Odds, sondern beim Durchschnitt. Wenn ich jetzt noch, wenn ich auf 12.000 hier bin, dann bin ich beim Durchschnitt von 8.000. Weil ich das eine bei 4.000 gefunden habe. Ich hasse es, wenn man ein Schwert ein Shiny in einem Raid findet. Bleibt es nicht zu 100% drinnen? Was? Warum hast du es, ein Shiny zu finden? Wenn jemand so tief in die Taschen greifen möchte, anstatt in den New Game Sun, ist das ja sein Ding. Ja, ja. Es ist ja trotzdem eine Full-Orts-Hand irgendwie. Deswegen, wenn jetzt einer 8 Emulatoren auf seinem PC aufmacht, ne, was ist der Unterschied? Ob ich 8 Emulatoren aufmache auf meinem PC und Shiny Hunter 8-mal mit einem Controller oder ob ich 8 Gamecubes kaufe? Natürlich ist das mit den 8 Gamecubes, sagt man, okay, du hast es dir verdient, das 8-mal machen zu dürfen. Vor allem, was ich ja hier auch nicht mache, aber vor allem, wenn man dann 8 Spiele selber durchgespielt hat bis zu einem Moment. Genau genommen müsste ich ja auch, weil ich einen Shiny gefunden habe, den Speicherstand wieder neu anfangen und wieder bis dahin spielen. Aber ich habe einfach den Speicherstand wieder rüber kopiert, um so wieder Deoxys dort finden zu können. Ja, jeder legt sich zurecht, wie man es möchte. Und tatsächlich Geld ausgeben für so ein Setup spielt da eine Rolle. Weil ich könnte das Ganze auf dem Emulator machen und es wäre genauso legit. Es wäre immer noch 1 zu 8000. Aber irgendwie halt auch nicht. Lieber gebe ich nochmal 1500 Euro aus wie ein Scarlet Violet zu handeln. Bim, 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 bim. Weil es nicht zu 100% drin bleibt. Trotzdem besser ein Shiny zu finden als keins. €1.500 ist kein Shiny der Welt wert, aber es sind ja mehrere Shinies, die du mit €1.500 finden kannst. Hallo Nemesis. Ich habe ja auch gesagt, ich darf bei dem Deoxys und bei dem Entei nicht aufhören. Ich muss nach Entei Raikou und Suicune machen, sonst kann ich das nie rechtfertigen, dass ich 4 Gamecubes gekauft habe. Aber dann hört es auch auf. Ich meine, Jiraji, kann ich eigentlich Jiraji irgendwie... Das hatte ich schon mal überlegt, ne? Kann ich Jiraji irgendwie mit mehreren Konsolen machen? Channel, Channel.
Und ja, ich könnte 4-mal Channel haben. Aber dann bräuchte ich 4 GBAs. Oder ich muss halt den GBA... Nee, ja. Ich brauche eher 4 GBAs. Ein Channel würde reichen und 4 GBAs, damit ich nicht... Damit ich in der Zeit, in der ich wieder bis zum Pokédex spiele, den anderen GBA einfach anschließe. Würde dich das nicht ärgern, wenn du jetzt auf demselben Spiel das Deoxys bekommst? Wie meinst du? Die OTs sind alle neu. Ich sag doch, jeder biegt sich zurecht, wie er es mag. Die OTs sind überall neu. Die OT von dem alten, von dem 4000er Deoxys ist nicht mehr hier. Es sind 4 verschiedene OTs. Ich sage, eigentlich solltest du das Spiel neu starten und komplett dahin spielen, aber ich habe genug Smaragd und Feuer, wobei ich habe Feuerrot und Blattgrün nicht genug gespielt, aber nee, mir geht's nur um die Shinyan von Deoxys und nicht darum, das Spiel irgendwie zu spielen. Und gib zu, bei deinem Arceus, hättest du das auch gemacht? Wenn du super einfach den Save von deiner Switch anzapfen könntest. Bam, 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 bam. Jeder hat andere Wertevorstellungen. Der Genicht war ja schon so deutlich leichter. Hat es dich nicht nach dem 16. Mal angegast, dieses Spiel zu spielen? Vielleicht hättest du nach dem 10. Mal gesagt, Pokéhex. Oh doch. Es gibt keinen genug Gen 3 gespielt. Vielleicht. Wir werden ja irgendwann wieder Gen 3 spielen, wenn ich Trophäen jagen will in dem Spiel. Ich würde, glaube ich, mit Smaragd sogar anfangen. Oder mit Feuerrot, weil ich Feuerrot und Blattgrün... Ich habe es einmal gespielt, aber halt... Ich habe halt Gen 1 so oft schon gespielt. Wobei, wahrscheinlich lieber Heartgold und Soulsilver, weil die habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Nicht weit zumindest. BDSP ist so ein Rotz-Game. Schau. Ich glaube, wenn deine Switch modbar wäre, hättest du nach ein paar BDSP-Durchgängen gesagt... Lass mich einfach meine OT ändern, bitte. Hardgold, bestes Spiel. Nein, Soul Silver. Lugia ist so viel besser als Ho-Oh. Ho-Oh sieht aus wie ein... Ich meine, Ibitak sieht schlimmer aus. Aber Ho-Oh sieht auch aus wie ein gerupftes Hühnchen einfach. Nur, dass es bunt ist. Im Gegensatz zu Ibitak. Lavados sieht auch aus wie ein gerupftes Hühnchen, was gerade brennt. So ein Grillhändel, was entkommen ist. Gerade so. Lugia, mächtig. Einzigartig. Großartig. So, wir sind gleich bei 10.000. Wir kommen das erste Mal in den fünfstelligen Bereich bei Deoxys gleich. Und dann packe ich den Rechner aus und rechne mal alles zusammen. Dann wissen wir, wie viele ich insgesamt gebraucht habe bisher. Für 2 ohne das dritte. Der bessere war 4 Stunden 20. Hey, 420. Ist das Weltrekord? Gucken wir auf speedrun.com, wie lange die Leute gebraucht haben für BDSP. Bei guck nicht any percent. wenn dann ohne Major Glitches. Weil BDSP kann man in 2 Minuten durchspielen. Oder 4 Minuten. Ich mag BDSP. Du bist ja auch geboren, als das Spiel rauskam. Aber ich hasse, deswegen sagt man nie sein Alter. Aber ich hasse, dass man in dem Spiel 400 irgendwas Pokémon fangen muss, um den nationalen Pokédex zu vervollständigen. Oh nein, du Armer, du musst Pokémon fangen, um den Pokédex voll zu machen. Komm, das ist Teil von jedem Spiel.
In Karmesin und Popo musst du auch 400 Pokémon fangen. In Schwert und Schild musst du auch 400 Pokémon fangen. Weißt du, wie viele Pokémon du fangen musst in Gen 5 und Gen 6 und Gen 7, um den Pokédex voll zu machen? Ich meine den Living Dex. Ja. 3 Stunden 18. Schau mal, du warst gar nicht so weit. Und die benutzen bestimmt Glitches. Hab nie gespielt, 6. Ja, weil du da noch nicht auf der Welt warst. Ho-Oh sieht aus wie die erwachsene Version von Hühnchen Junior aus Himmel und Huhn. Keine Ahnung, was das alles bedeutet, was du gerade gesagt hast. Das Hühnchen Junior aus Himmel und Huhn. Was ist denn Himmel und Huhn? Hallo Danu. Wenn es legit ist, den 3DS zu modden, um Pokémon Bank zu downloaden, ist es dann auch legit, sich andere Pokémon-Spiele zu downloaden mit einem gemoddeten 3DS? Also, wir müssen über die gleichen Begriffe reden. Legit heißt für mich, legit hat sehr viel zu tun mit deinem eigenen, Gewissen, mit deinem eigenen, naja, zum einen sieht es Bank oder Pokémon Home als legit an und ist es für dich legit. Das ist quasi dein eigener moraler Kompass, ne, die Legitness. Ist es legal, Spiele runterzuladen? Nein, illegal. Du brichst damit Gesetze. Don't do it. Den DS zu modden ist in Europa legal. In Japan würdest du da auch ein Gesetz brechen, weil du tatsächlich Geräte nicht modden darfst. Was super asozial ist. Weil wenn ich was kaufe, dann sollte ich gefälligst damit machen, was ich will. Aber in Japan darfst du nicht deine PlayStation 2 nehmen und die aufmachen und da einen Chip reinbauen. Ist illegal. In Europa, Amerika ist das natürlich legal. Aber sobald du anfängst, dann etwas aus dem Internet runterzuladen, das dir nicht gehört, sondern jemand anderem, aka Pokémon, ist das selbstverständlich illegal. Ich finde allerdings, dass wenn etwas immer noch existiert, 0 Euro kostet, 0 Euro in einem Abo kostet, komplett for free ist und eine einfache technische Limitierung dafür sorgt, dass du es dir nicht umsonst runterladen kannst. Ich finde, wenn etwas keinen Wert hat, was Pokémon Bank hat keinen monetären Wert, weil du es für 0 Euro gekauft hast. Es ist einfach nur eine technische Limitation von Nintendo, dass du es nicht mehr runterladen kannst. Der Grund, warum du es nicht mehr runterladen kannst, ist, weil es umsonst war. Weil dadurch, dass es umsonst war, wurde es nicht in deine Bibliothek eingetragen an gekauften Spielen, weil du es nie kaufen musstest. Somit finde ich es moralisch akzeptabel, Pokémon Bank runterzuladen, weil es umsonst war, ist und immer sein wird. Keine Ahnung, gibt's da was Vergleichbares? Weiß nicht. Aber, ja. Aber wenn du jetzt sagst, oh, ich hätte gern Ultrasonne, was 50 Euro kostet, dann, beraubst du jemanden um 50 Euro. Du beraubst tatsächlich nicht Nintendo von 50 Euro, weil Nintendo die Spiele nicht mehr herstellt und nicht mehr verkauft, sondern irgendjemanden auf eBay beraubst du die 50 Euro, die du ihm gegeben hättest, um das Spiel zu kaufen. Und 50 Euro ist natürlich zu viel, aber das ist ja die nächste Krux. Nintendo verdient noch nicht mal mehr was an den Spielen, weil sie nicht mehr anbieten. Ich glaube, das ist dann wirklich super individuell, was man als legit ansieht. Genau. Der auf eBay juckt dich nicht. Ja klar, aber trotzdem, wenn du jetzt Ultrasonne runterlädst, ohne es selber zu haben, dann ist es natürlich illegal. Das war ja, glaube ich, deine Frage. Legit ist halt, was heißt legit? Pokémon Bank und Pokémon Home werden schon nicht erkennen, dass du Ultrasonne illegal runtergeladen hast. Das ist der Software egal. Deswegen ist es legit. Underground Barbie, du bist ein Simsala.
Wie viele Deoxys fehlen dir noch? 2. Noanoid Raven, du bist ein Eisenfalter. Ich bin froh, dass ich alles selber physisch habe. Oder, ich bin auch froh, dass ich alles runtergeladen habe damals, als ein Jahr vorher bekannt wurde, dass die Spiele alle gelöscht werden. Ich drücke immer B, viel zu früh. Wir wollen links oben ein Deoxys bei exakt 10.000, wie wär's? Gleich sind wir bei 10.000. Bei genau 10.000 sagst du? Was ist, wenn es nicht kommt? Bist du dann hier für mich? Weil ich vertraue dir jetzt. Ich glaube, du hast Insider-Informationen, dass es bei 10.000 kommt. Seefistreuster. Was? Seefistreuster. Seffi, du bist ein Kributak. Und Akuma, du bist ein Cognodon. Seefis, Treuster. Kributak ist cool. Ja. Dann habe ich, wenn es bei 10, wenn es bei exakt 10.000 nicht kommt, habe ich Pech. Dann sollst du die Kanalbelohnung Pech einlösen in dem Moment. Um das deutlich zu machen, dass ich in dem Moment Pech habe. Es ist ein Deal. Wenn es bei 10.000 nicht kommt, setzt du die Kanalbelohnung Pech ein. Bist du mit FF durch? Nee, aber ich habe gestern wieder ein bisschen gespielt. Ich habe gestern die dummen, wie heißt es? Also ich habe sehr viel Queen's Blood gespielt. Und ich habe echt ein knallhartes Deck. Der Chocobo-Reiter ist so OP einfach. Ich habe so geile Karten, die noch nicht mal irgendwie legendär sind. Wobei, ich glaube, der Chocobo-Reiter ist sogar legendär. Ich mache alles fertig. Ich habe kein einziges Problem. Selbst bei den ganzen Bossen. Ich mache die alle fertig mit dem Chocobo-Reiter einfach nur. Chocobo-Reiter und dann die Karten, die man am Ende auf Karten drauflegen kann, um die zu ersetzen. Alter, die haben keine Chance. Aber den Chocobo-Reiter hatte ich schon seit dem ersten Gebiet, wo man den Chocobo-Reiter bekommt. Und dann habe ich hier Fort Condor gemacht. Hasse ich. Scheiße. Ich habe tatsächlich beim letzten Fort Condor, wo ich mehrmals probiert habe und mehrmals komplett alles gepackt habe, außer dass der Boss, also hier, wer ist er denn? Egal. Dass der einfach keinen Schaden genommen hat, sondern zählt die Zeit runter und der hat nur noch so ein bisschen Lebensbalken und er nimmt einfach keinen Schaden wegen irgendwelchen komischen Kräften von dem. Und dann habe ich den Schwierigkeitsgrad auf Easy gestellt. Und dann war es trotzdem immer noch schwer. Und dann habe ich irgendwann Fort Condor geschafft, alles. Und dann habe ich die die andere gemacht, wo man da um diesen riesigen Slime drumrum ist mit den Robotern. Das war dann Sacken einfach. Achtung. Die letzten 4. Und jetzt das Einzige, was mir für 100% oder halt, ich bin immer noch nicht nach Nibelheim gereist. Oder Nibel, da war ich noch nicht. Ich bin quasi davor, dass er sagt, reise nach Nibel. Und jetzt habe ich halt, jetzt will ich halt alles, jede Map auf 100% machen. Und mir fehlt jetzt nur noch das eine, wo ich diese ganzen Kaktoren besiegen muss. In diesem Keller. Das muss ich noch machen und dann noch ein paar Queen's Blood Sachen und dann habe ich, glaube ich, alles geschafft und dann mache ich das Finale. Weil das Finale auch, glaube ich, 4 Kapitel lang ist.
Ich bin immer noch in Kapitel 10. Megumina, du bist eine Spritze. Akubär setzt Pech ein. Streamst du FF auch aktuell noch? Nö. Venikro? Ja, Spitze. Spritze halt. So, 10.000. Das sieht hart aus. So, was ist 10.000 plus 9876 plus 4319 war es, glaube ich. Oh, ich bin bei 24.195 insgesamt und habe ein Deoxys gefunden und eins gefailt. In insgesamt 24.000. Okay. 24.000 und nur ein Deoxys gefangen. Wollte nur noch mal untermalen, dass ich noch immer alle auswendig kann. So viel besser beim Pokémon spielen. Du kannst immer noch alle auswendig. Immer wenn du sowas sagst, dann muss ich das hier machen. Warte. Was ist das? Da ist noch was vor dir. Ja, aber ich bin halt jetzt durch diese ganzen Quests so nicht überlevelt, aber ich mach die so fertig, alles. Ich habe überhaupt keine Probleme mehr mit dem Kämpfen. Aber vielleicht kommen noch schwere Sachen, klar. Paras. Paras. Und was ist denn dieser eine Pixel da unten? Spucke. Alle sind sie auf Paras reingefallen. Aber Dave hat Voltula gesagt. Es war tatsächlich Voltula. Dieser eine Pixel hat's ausgesagt, weil Paras hat da nix. Aber Voltula hat halt den, diese, was ist es eigentlich? Greifer? Zähne? Klammern? Ich dachte aber auch Sedimantur. Aber ich habe auch mal das im Cosmo Canyon das Klavier versucht. Asozial. Also die letzten beiden Klavierstücke im Cosmo Canyon und das davor sind einfach nur asozial. Null Bock, das zu schaffen. Ansonsten sind die restlichen Sachen alle so, okay, da schaffe ich es. Oder A. A reicht ja, da schaffe ich A. Aber bei diesen zwei letzten Klavierliedern, vergiss es. Null Bock, das überhaupt zu probieren. So, ich will nicht mal sagen, also, ich finde die einfach auch schlecht gemacht. Ich finde, die Lieder sind schlecht übernommen für das Klavier. Und, es, und die Abfolge, wie man das drücken muss, ist auch so, es macht so keinen Bock. Die Lieder davor haben Bock gemacht. So, boom, 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 yes, geil im Takt und sowas. Und jetzt auf einmal einfach nur auf schwer getrimmt. Dummes Klavier. Hallo Alexander. Mir hat es tatsächlich geholfen, das Tempo zu erhöhen. Okay. Danu, du bist der Magneton. Magneton, Magneton, Magneton. Langsam habe ich Angst, dass ich irgendwas falsch gemacht habe und sie können nicht shiny sein. Drü-Magnete. Fabi Panda Player 20. Bist du Knubbelluff? Knuddelluff. Gilgamesh, so heißt er.
Ich bin schon gespannt auf Gilgamesch, wenn ich den mal wirklich gegen den kämpfen soll. Aber der eine Kampf gegen Gilgamesch war zum Beispiel ein Witz. Aber ich glaube, das war Absicht, dass der ein Witz ist. Gilgamesch. Moment, hat Danu... Danu hat Rrrr gemacht. Ich mag die Gilgamesch-Theme. Musik? Weiß ich gar nicht, wie das klingt. Ich mag halt den Charakter. Soll eigentlich Gilgamesch, wobei du hast kein Final Fantasy sonst gespielt, aber soll eigentlich Gilgamesch Jojimbo sein in Final Fantasy X? Weil die sich so krass ähnlich sind irgendwie, außer dass Jojimbo natürlich, naja, Grazie hat im Vergleich zu Gilgamesch. Alter, warum ist jedes anders? Bei Gilgamesch muss ich an Fate denken. Es gibt auch ein Anime, der komplett Gilgamesch heißt. Es gibt einfach ein Gilgamesch-Anime. Ich weiß nicht, worin es da geht. Aber ich glaube, ich habe ihn gesehen. Vor Ewigkeiten. Gilgamesch. Und wir haben gestern einen geilen Film angeschaut. Ich habe eigentlich gedacht, dass viele Leute den nicht mögen. Also die Reviews sind gar nicht so gut für den Film gewesen, aber ich wollte ihn unbedingt anschauen, wegen den ganzen Schauspielern. Bullet Train. Der ist großartig. Der ist großartig. Man muss halt akzeptieren, dass er komplett übertrieben sinnlos ist. Aber er ist so lustig. Tatsächlich geile Wendungen und sowas. Und er sieht auch noch Hammer aus. Der ist Hammer, oder? Bullet Train. Wie Brad Pitt ist so ein lustiger Schauspieler. Der kann so lustig sein. Der kann alles sein. Marika, du bist ein Sichlor. Cooles, cooles Sichlor. So lustig, wie Brad Pitt ist und die anderen beiden. Future James Bond ist auch dabei. Und dann auch noch sind andere... Allein wie Channing Tatum und sowas da ist auf einmal. Ist so lustig. Das Finale ist extra drüber, aber der ganze Rest so geil. Extas drüber? Extrem drüber? Ja, ja, klar. Alles schon. Allein das, also grob gesagt, es geht darum, dass 5 Assassine oder sowas sind in einem Zug. Japan, Bullet Train. Und die haben alle ihr eigenes Ziel. Aber kommen sich natürlich die ganze Zeit in die Quere. Hat ein bisschen sowas von Pulp Fiction, von wegen du hast verschiedene Parteien, die sich alle treffen und keiner ist sicher vorm Tod und so. Es kann alles passieren die ganze Zeit. Ich muss schon viel an Pulp Fiction denken, so. Aber natürlich hat Pulp Fiction viel mehr Realismus und viel mehr Style auch. Also vom Setup her. Und er ist so lustig gemacht. Aber das Ende ist alles ist drüber. Allein, dass die ganze Zeit im Zug die ganzen Passagiere nicht checken, dass da die krasseste Action abgeht und dass niemand mitkriegt, dass da eine Leiche ist und da. Es ist einfach in dem System alles schon unlogisch. Aber es ist halt wegen Style. Es ist halt einfach cool. Und das hat mich gar nicht gestört, weil der Film ist so abstrus. Allein die Comedy. In so einer Situation wird niemand lustig sein können. Aber es ist so lustig, wie die reagieren und die Sprüche, die sie bringen. Es ist einfach ein dummer, lustiger Film mit richtig cooler Action. Also die ganze Choreografie von den Kämpfen, so kreativ. Wie sie extra ruhig sein müssen in einem Waggon und dann ruhig kämpfen müssen und sich dann hier so gegen Schienbein treten und so.
Das ist einfach so ein Jackie Chan Humor. Jackie Chan. So wie Jackie Chan so auch gekämpft hat in seinen Filmen. So einfach so lustig. Ich finde den sehr, sehr, ich fand den sehr gut. Klar, das Ende ist komplett übertrieben, noch mehr als der Rest, aber ich finde, es passt alles. Es geht ja um Glück und Unglück. Es geht ja darum, sein Schicksal herauszufordern. Bam, 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 bam. Hallo Game Boss. Mir fällt gerade auf, Methen hat ja technisch gesehen auch eine Form, die man nur im Kampf sieht mit dem Schild. Und? Aber du hast doch schon alle Farben extra geholt. Du meinst, du willst auch noch eine Form haben, wenn man nichts sieht? Du willst einfach nur extra eins haben für die braune Form quasi? Die nicht in Shiny existiert, genau genommen, weil man... Also schon, aber... Nee. Das wird niemals eine registrierbare Form. Es kann gar keine registrierbare Form sein. Weil es ist das Pokémon, nur dass es seinen Panzer wegtut. Hey Akubär, was fällt dir ein, mir Pech zu wünschen? Mit der Distribution NDS-Card kann ich die Events triggern ohne Wi-Fi-Verbindung? Von DS zu CDDS? Richtig, du brauchst kein Internet dafür. Aber erklär mir bitte nochmal, was du überhaupt machen willst. Weil warum willst du dir jetzt NDS-Distribution-Cards holen für mehrere hundert Euro? Wobei du definitiv tausende von Euro ausgeben würdest, wenn du alle willst. Anstatt einfach den DNS-Glitch zu machen, den du doch eh machen willst. Was ist denn das Problem? So arg aber nun auch nicht. Das ist ein Automatismus. Das ist eine Kanalbelohnung, wenn du die einsetzt, wirst du die getimeoutet für die Unverschämtheit, mir Pech zu wünschen. Ich kann da gar nichts machen. Das ist Twitch. Klappt das nicht mit Distribution ROMs? Ah, wären wir also wieder bei illegal runterladen. Ey, jetzt habe ich gerade Deoxys runtergeholt. Wenn das jetzt shiny ist und ich sehe es nicht, Olopoto, Lifetime Ban. Lifetime Ban, wenn jetzt eins von denen shiny ist. Okay? Hallo! Glück gehabt. Wieso ich? Achso, der rote Jay war's. Weil du drüber was geschrieben hattest. Der rote Jay natürlich. Hallo Olopoto. Hallo Itachi. Distribution ROMs. Ich weiß nicht, ob das geht. Weil ROMs halt nicht die Technik dahinter haben, weil es nur noch eine ROM ist. Es kann halt sein, dass die Distribution nur geht dank der Hardware. Aber probier es aus. Anstatt es viel einfacher zu machen mit dem DNS-Glitch. Wen haben wir hier? Bloody Cord. Zytomega. Wow. Im Home-Pokédex wird die auch extra gelistet. Ja, aber die kann nicht shiny sein. Ja, ich weiß, was du meinst. Wenn man die natürlich automatisch kriegt, wenn man einen shiny fängt.
Ich habe einen extra Shiny gefangen für alle Formen, die man nur im Kampf sieht. Sowas wie Kinoso, Durengard und so weiter, just for fun. Ich verstehe halt nicht, wie du da noch Ordnung drin hast, wenn du einfach sagst, hier, ich habe 7 Metheno für jede Farbe und noch eins für... Weil dann hast du eine Farbe doppelt. Das ist doch viel schlimmer. Genau genommen müsstest du jetzt nämlich jede Farbe nochmal fangen, damit du jede Farbe nochmal in Shiny hast, nur halt die Panzerversion. Weißt du, dann wäre da wieder Ordnung drin. Aber nur eins extra haben... Für das eine, das den Panzer hat? Alle können den Panzer haben. Also warum dann nicht alle 7 nochmal? Du brauchst kein Android, Baby! Das habe ich doch schon gesagt. Du brauchst kein Android. Du hast das Video falsch geguckt. War mir nicht verrückt, aber stimmt doch. Weil die Panzerform ist keine eigene Form, sondern die Panzerform ist auf jedem drauf. Ist genau die gleiche Logik, wie dass du mehrere geholt hast, obwohl es nur ein schwarzes gibt. Sagst du, ah ja, aber jede Farbe kann schwarz sein. Genauso kann jede Farbe auch die Bruchrüstung haben. You ever seen the Pokemon Bofu? Bofu these nuts? Was? Bofu? I don't know the English words for Pokemon. Not all of them. Bofu. Bofu in your face. Bofa. Bofu. Bofuck me. I'm curious now, what? Tell me the joke. Bofu. I know Borfu. That's the dog from Spy Family. Borfu. Borfu. Der Panzer kommt durch die Fähigkeit. Und? Bofu die Snuts. That doesn't make any sense. I just said that. What's Bofu these nuts? It doesn't make any sense. Sagondis. Das macht. That does make sense. Sagon these nuts. Because you're sucking on these little nuts, you know? But Bofu. We see each other tomorrow again, okay? Yeehaw. And then you come back with a better these nuts joke. But now we are expecting great things from you. Both on these nuts? Bofu. Dann schaue ich mir das nochmal an. Bebe, du musst dich einfach nur mit deinem Wi-Fi verbinden und dann einen gewissen DNS-Server in deinem DNS, in deinem DS eintippen und zack, die Bumm, kriegst du alle Gen 5 Mystery Gifts. Das mit dem Android und das mit dem Passwort geschützt und sowas gilt nur für Gen 4. Das habe ich in dem Video aber auch explizit gezeigt, sogar vorgemacht. Next. Was ist das? Plaudergei. Plaudergei, die ist nuts. Ich habe mich ja mit dieser Bonusliste an dem Home-Dex orientiert. Sigurd ist da auch nur dreimal drin und nicht viermal, wie im Super-Effective-Dex.
Und Metheno ist halt einmal extra mit dem Panzer. Ich versuche aber die Basisfarbe dafür zu nehmen. Das heißt, beim Panzer sagen sie ja, das ist eine eigene Form, aber bei der Sigard-Fähigkeit nicht. Wer macht diese Regeln? Und kannst du mal diese Bonusliste mir zeigen? Ich habe auch mal eine Liste gesehen, so eine fette Excel-Tabelle mit allen Formen und sowas. Shiny Plaudergeist underrated? Ich glaube nicht. Ich glaube, viele sagen, dass Plaudergeist ein schönes Shiny hat. Veggie Mug. These Nuts. Ich meinte Veggie Cheetah. Ich weiß aber nicht Cheetah oder Mug, weil Cheetah klingt eigentlich klein. Cheetah klingt klein und Mug klingt groß. Aber es ist genau andersrum. Sigard hat drei Formen: 10%, 50% und 100%. Ich weiß. Aber beide können 100% sein. Beide haben das Potenzial, 100% zu sein. Deswegen sind es vier. Warum sollte man das 10% so klein machen? 10% hat auch die Chance, 100% zu sein. Das mit dem Passwort gilt nur für Gen 4, also kann ich mich in Gen 5 einfach mit meinem normalen Wi-Fi verbinden? Ja! So wie ich das im Video erklärt habe. Das Video ist so, okay Leute, Gen 4 zuerst und dann Gen 5. In Gen 4 müsst ihr, da das ein altes System ist, ohne Passwort euch verbinden, weil ihr könnt euch nicht mit einem passwortgeschützten Router verbinden. Weswegen ihr entweder das Passwort wegnimmt in eurem Router oder ihr einfach mit eurem Android-Handy einen Hotspot aufmacht. Und jetzt gehen wir zu Gen 5. In Gen 5 ist das alles vollkommen egal. Dort verbindet ihr euch einfach mit eurem Wi-Fi, passwortgeschützt oder nicht, vollkommen egal. Und dann gebt ihr den DNS-Server ein und zack, bumm, seid ihr verbunden mit dem DNS-Glitch-Server quasi und kriegt all die Dinge in Gen 5. Ich meine, exakt so habe ich das im Video erklärt. Du kannst das ja gerne viermal holen, aber dann ist doch auch nicht wieder alle Metheno-Farben sich zu holen. Ich habe nicht alle Metheno-Farben, aber das werde ich bestimmt auch irgendwann noch machen, weil es halt nicht schwer ist. Aber wenn es schwer wäre, würde ich sicher nicht machen. Weil Metheno nur eine Shiny-Form hat. Aber Sigard auch. Es ist halt ein System, auf das wir uns geeinigt haben. Und bei dem muss ich halt bleiben. Alles, was das Potenzial hat, anders auszusehen, ist eine Form. Sage ich irgendwann mal ein Shiny Origin Dex. Das ist unmöglich und allein das zu schreiben wie du ist eine Frechheit. Denk einmal kurz nach und du wirst feststellen, dass das unmöglich ist. Ich fange nichts an, was unmöglich ist. Alle Metheno-Form ist doch nicht schwer. Nö, sag ich ja. Aber die Bruchrüstung von Metheno macht halt für mich keinen Sinn, weil die sieht immer gleich aus. Wohingegen ein Giga-Lapras sieht anders aus als ein normales Lapras. Deswegen braucht man ein Lapras in Giga, in Shiny. Aber die Bruchrüstung von Metheno sieht nicht anders aus.
Jedes Shiny hat die gleiche Brustrüstung. Ob Shiny ist oder nicht, die Rüstung ist die gleiche. Die Hülle ist die gleiche. Das heißt gar nicht Bruchrüstung, oder? Die Hülle. Nein, ich meine in dem Spiel, in dem es das erste Mal in Shiny vorkam und nicht, wo es generell das erste Mal vorkam. Ja, ja, klar, das ist schon logisch. Ist aber auch unmöglich. Außer du kennst jemanden, der 500 Jahre lebt oder sowas. Aber ein normales Lapras hat das Potenzial, G-Max zu sein. Deswegen kein Zusatz-Shiny. Ja. Genau genommen Zusatz-Shiny. Doch. Limit-Schild ist die Fähigkeit. Dann kannst du auch genauso sagen, dass, das wäre dann ein anderes Beispiel. Wie gilt das eigentlich? Also ja, Lapras Giga und Lapras Normal sind zwei verschiedene Formen. Weil das eine ist Lapras und das andere ist Lapras mit der Möglichkeit G-Max zu werden, was anders aussieht. Warum muss man dann 500 Jahre leben? Weil du es nicht schaffst, in einem normalen Leben jedes Pokémon in Shiny zu finden, in der Gen, in der es das erste Mal Shiny war. Was Gen 2 ist, ne? Du lässt ja mit diesem Ding nur Gen 1 weg. Alle Pandie. Okay, und jetzt? Aber bei Flampivian kommt es ja nur durch die Fähigkeit und die ändert sich dann ja wieder, wenn er Kampf vorbei ist. Wieso ist denn Flampivian nicht extra gelistet im Super Effective Dex? Ist doch dasselbe Prinzip wie Sigard, nur mit der einen Fähigkeit kann es sich im Kampf verwandeln. Das habe ich mich aber auch schon mal gefragt. Aber ich glaube, weil es keinen eigenen Pokédex-Eintrag hat. Wohingegen, glaube ich, Sigard 100% hat einen eigenen Pokédex-Eintrag. Oder? Wobei doch, die Zen-Form, hat die Zen-Form einen Pokédex-Eintrag? In Home wahrscheinlich schon, oder? Ich finde, Flampivian, Zen-Form, könnte man argumentieren, dass das auch mal hinzugefügt werden soll. Wenn ich einen Wuffels haben soll, mit Tempomacher, obwohl das Wuffels mit Tempomacher noch nicht mal anders aussieht, sondern nur die Entwicklung, warum soll ich da nicht einen Flampivian haben mit Zen-Mode? Warum machst du Jiraji? Irgendwann. In den nächsten 20 Jahren. Vielleicht morgen, vielleicht in 20 Jahren. Reicht mir schon, 9 Shiny Pokusan gefangen zu haben wegen Home. Ich mache jetzt nicht noch 7, 2x7 Farm. Es reichen die 7 und ich finde persönlich davon 6 schon zu viel. Ja. Ich kenne tatsächlich nur die Sigard-Form aus den Dynar Raids. Welches ist dann nun aus den Raids? Die Sigard-Story habe ich nie gespielt. Es gibt 10, 50 und 100%. 10% ist ein Hund, 50% ist die Schlange, 100% ist der Optimus Prime. Und der Optimus Prime kann es halt nur werden, wenn es eine bestimmte Fähigkeit hat. Deswegen hast du einmal 10% mit und ohne Fähigkeit und nochmal 50% mit und ohne Fähigkeit. Und diese 4 sind alle unterschiedlich. Weil 2 davon werden zum Optimus Prime und 2 davon nicht. Genau wie Wuffels. Du hast normales Wuffels und ein Tempomacher-Wuffels, weil aus dem Tempomacher-Wuffels nur aus dem kann Zwielicht Wolverock werden. Deswegen ist Tempomacher-Wuffels eine eigene Form. Es ist keine versteckte Fähigkeit, sondern eine eigene Special-Fähigkeit, die Wuffels zu einer eigenen Form macht. Und wenn man das alles beabsichtigt, sollte eigentlich Flampivian auch mit der versteckten Fähigkeit. Wobei, Flampivian hat keine besondere Fähigkeit, sondern nur eine versteckte Fähigkeit. Wie ist es denn bei Sigard? Wird die Fähigkeit als versteckt oder speziell betitelt? Wahrscheinlich speziell. Am Ende hat es einfach irgendjemand entschieden.
Das ist eine spezielle Fähigkeit, oder? Scharwandel. Steht gar nichts dabei. Spezialfähigkeit. Eben, das ist eine Spezialfähigkeit. Und Zen Mode ist eine versteckte Fähigkeit. Hallo Daniela. Das heißt, die unterscheiden halt zwischen Spezialfähigkeit. Quasi eine Spezialfähigkeit ist eine eigene Form. Versteckte Fähigkeit ist keine eigene Form. Was bei Flampivian halt ein bisschen widersprüchlich ist, weil es nur deswegen eine eigene Form kriegt. Risen, dankeschön für deinen Prime. Dankeschön. Bei Sigard kann man sie ändern, aber nicht mit einem Pflaster, sondern nur storybedingt. Das ist der Unterschied. Das ist keine Standardänderung, die du machst bei Sigard, sondern das ist ein kompletter Storyteil oder komplette Quest oder halt so ein richtiger Vorgang, den du machen musst. Es ist nicht einfach, klick, ich habe eine andere Fähigkeit. Und bei Wuffels war es halt eine Verteilung. Das ist alles so kleinlich. Naja, aber du machst es ja noch kleinlicher, wenn du jetzt sagst, du willst mehr Methenus haben. Ich verstehe halt nicht, wenn du sagst, ich will alle Methenus haben. Warum? Also du willst ja eine Form haben, die man nicht sieht, die nicht shiny anders aussieht, nichts. Aber willst kein viertes Sigard haben. Oder 63 shiny Pokusans. Die wirklich alle exakt gleich aussehen. Aber ja, es ist halt ein Pokédex-Eintrag. Das war da deine Logik. Ein shiny Pokusan reicht doch, oder? Ja. Nein. Also ja, aber nein. Kommt drauf an. Wie du das gerne hättest. Aber Pokusan hat genau genommen 7 verschiedene Shinies. Vor allem müsste das ja bei der Galarform dann auch so sein bei Flampivian. Wenn die Galarform auch Zen-Mode hat, dann ja. Ich behalte auch meine Logik, ich hatte eins für jeden Pokédex-Eintrag. In Home. Die Pokédex-Einträge sind wahrscheinlich in jedem Spiel auch noch anders. Der Schneemann Zen-Mode. Ich hunte nach Ordnung. Und ich kann mich nicht entscheiden, welches von beiden Sigards ich dann quasi den Scharwandel gebe. Weil warum sollte 50% Scharwandel haben und 10% nicht? Also der Ordnungshalber brauchen beide Scharwandel. So wie ich ordnungshalber auch jedes Shiny nochmal in Giga brauche. Weil es komisch wäre, wenn einfach die Gigas nicht eine extra Box haben. Ich meine, das mit den Gigas, weiß ich nicht, ob ich das jemals wirklich umsetze. Die meisten davon habe ich doppelt und dreifach. Aber das hatte ich dann irgendwann aufgegeben. Ich habe je ein Shiny Pokusan pro Form, das reicht mir. Also pro Zucker, pro Zucker. Pokémon Home sieht die Form nicht pro Zucker, sondern pro Art, wie du es hergestellt hast.
Hallo Maurediven. Frage war nur Origin Dex mäßig. Auf was hatten wir uns da geeinigt? Wir sind nicht auf den gleichen Nenner gekommen. Ist Char Wandel Sigard Gen 6 oder Gen 7? Das Pikachu aus der gelben Edition, kann man das übertragen in Bank oder ist das wie in Let's Go, dass der Starter da nicht übertragen werden kann? Ich hab's vergessen. Ich glaube, man kann's übertragen. Kann man? Weiß das jemand? Ich hab's vergessen. Ja, wo kam die Formel denn das erste Mal vor? Ist doch ganz einfach. So einfach ist es bei Sigard nicht. Weil du kannst, weil Sigard in seine Bestandteile aufgelöst wird. Du kannst ein Sigard nehmen und das mit Scharwandel versehen. Und es wird quasi zu einem neuen Pokémon, weil es in seine Bestandteile zerlegt wird und wieder neu aufgebaut wird. Das heißt, für mich ist die Antwort eigentlich Gen 7. Ich muss einen Sigard in Gen 7 fangen und das dann mit Scharwandel versehen. Aber Sigard an sich kommt halt das erste Mal in Gen 6 vor. Und die Fähigkeit und dieses Gen 6 Sigard kann ich auch mit Scharwandel versehen, indem ich es einfach auf Gen 7 tue. Aber zuerst kam es ja in XY, also fängst du da dann die 50% Form und in 7 dann die anderen Formen. Ja, das wäre mein Plan vielleicht. Hast du jetzt alle Pokémon aus den versteckten Lichtungen? Ja. Seit, was war das? Donnerstag. Der 9. war das, glaube ich. Ich weiß das noch, weil ich alle Pokémon am 9. auf Home übertragen habe. Und ich wollte jetzt mal gucken. Ich würde eigentlich gerne Gen 6 schon anfangen. Ich will endlich Origin Dex fertig machen. Ich will nicht wieder so lange brauchen für Gen 6 wie bei Gen 5. Gen 5 hat viel zu lang gedauert für so ein mickriges Spiel. Warum gab es denn auch den zweiten Teil? Der hat alles so viel komplizierter gemacht. Solange ich die Form ändern kann, hole ich das Basis-Pokémon aus seiner Home-Gen. Irgendwo war bei dem Sigard halt ein Logikfehler bei mir drin. Weil Deoxys habe ich in jedem Spiel eben nicht. Deoxys habe ich ja auch komplett in Gen... Nee, das ist kein gutes Beispiel. Deoxys hätte ich ja auch
Ich hätte ja auch Deoxys in jedem Spiel fangen können, wo die Form tatsächlich vorkommt. Aber ich habe ja alle vier ins Mark gefangen und habe sie dann übertragen. Also zumindest innerhalb einer Gen. Nee, für mich ist eigentlich logisch, dass ich es in Gen 6 fange und dann die restlichen in Gen 7 fange, weil sie da zum ersten Mal in der Form vorgekommen sind. Bin gespannt, welche besonderen Monster in Gen 6 gibt. Keine. Hallo Piano Benny. Gen 6 wird langweilig, außer Quaffaff, was wir sowieso nicht machen können. Weil Pokémon Go. Und Vivillon. Vivillon ist schnell erklärt. Aber das habe ich auch bei Gen 5 schon gesagt. Deswegen müsste ich checken, wie schwierig ist es, versteckte Fähigkeiten in Gen 6 zu bekommen. Und ob ich mir das überhaupt antun will. Daniela, du bist ein Nagelotz. Weil bei Gen 5 war es halt besonders, weil zum ersten Mal existieren versteckte Fähigkeiten. Gen 6 ist es nichts mehr Besonderes gewesen. Ja, ich fange trotzdem natürlich was 7 verschiedene Quaffaff, um denen dann später die Form zu geben. Aber bis dahin sage ich einfach, im Moment muss man sie in Pokémon Go fangen. Und ich habe ja schon überraschend viele selber in Pokémon Go. Ich habe ein japanisches, ich habe ein französisches und, und. Mir fehlt nur Ägypten und Amerika, glaube ich. Ansonsten war ich ja tatsächlich überall. Männliches Quaffaff im Pokéball mit meiner OT. Aber ich werde es halt nicht komplett machen können. Benny, du bist ein Ducklet, ein heißt Pikulente. Oder du haust Gen 6 und 7 als ein Video zusammen. Vielleicht. Oder ich mache einfach gar keine Videos drüber. Oder es gibt neue Schnitte dann natürlich aus ZA. Und da ist dann wieder die Frage, wenn es neue Schnitte in ZA gibt, dann muss ich Quaffaff in ZA fangen für die neuen Schnitte. So wie Evoli. Evoli ist auch, Felinara ist ein Gen 6 Pokémon und kein Gen 1 Pokémon. Quaffaff, moderner Schnitt. Gibt es einen modernen Schnitt schon? Moderner Schnitt ist dann Gen 9. Ist ja nicht schlimm, wenn die Videos kürzer werden. Ja. YouTube Shorts für Gen 6. Nee. Wenn ich mir allein anschaue, wie viele Themen ich bei Gen 5 habe, unterschätze ich das immer. Und Gen 6 wird wahrscheinlich auch länger, als ich jetzt denke. Danke, Maurediven. Ich weiß noch nicht, ob ich Vivillon am Anfang mache oder am Ende. Ich glaube eher am Ende. Das ist dann das Finale. Aber lass mal gucken, wie es versteckte Fähigkeiten in Gen 6 gibt. Versteckte Fähigkeiten Gen 6. Okay, Starter gibt es nicht. Ah doch, Kontaktsafari. Oh shit. Oh nein, Kontaktsafari. Ich meine, es gibt welche in Omega Rubin und Alpha Saphir anscheinend. Boah, ich will aber nicht Oras noch dazu machen. Kontaktsafari, Event. Okay, alle Kontakt-Safari. Außer Algit. Algit ist in Oras. Warum auch immer. Wahrscheinlich mit SOS oder sowas, oder? In Oras. Oder wie es heißt, Ding. Radar.
Und Balgoras und Amarino sind Event. Also die beiden Fossilien sind unmöglich heutzutage. Der Rest ist Kontakt-Safari. Was machbar ist. Aber ich habe Kontakt-Safari immer noch nicht so ganz geblickt. Ich müsste ich doch jetzt entweder mit jemandem das zusammen machen oder halt mich befreunden, nee, zusammen machen, die von mit einer Person, die neben mir sitzt tatsächlich, Kontakt-Safari, also tatsächlich nicht online, sondern wirklich so nebeneinander machen. Oder ich habe jetzt Glück und all die Freunde, die ich angenommen habe, haben alle Typen, sodass ich alle Pokémon in der Kontakt-Safari finden kann. Karten? Ich kenne keine Karten. Toasty, du bist ein Ursaluna. Aber so wie das aussieht, gibt es jedes Gen 6 Mon in der Kontakt-Safari mit versteckter Fähigkeit, bis auf 2-3. Das fände ich zu krass, wenn wir einfach das Spiel spielen und dann muss ich alles in der Kontakt-Safari machen. Ist doch fast langweiliger, als wenn ich alle auf ihren richtigen Routen mit ihren Seltenheiten und so finde. Ich habe noch keine Ahnung von Kontakt-Safari. Vielleicht ist Kontakt-Safari auch voll cool. Aber du kriegst den dritten Slot nicht mehr, weil man dafür online gehen muss. Ja, es ist halt schwerer für mich, aber es ist alles noch möglich, oder? Brauchst du noch ein Event-Vivillon? Nö. Du hast da von damals noch welche? Ich habe die schon alle von Trunks bekommen vor vielen Jahren. Hallo Yellow Flash. Dir fehlt noch Papa Sarut und das Weltreisen Kappenpika? Ja. Irgendwann werden die vielleicht wieder verteilt? Kontakt-Safari ist ein Ort, ein Haus und eine Wiese, mehr nicht. Ja, es ist die ganze Zeit nur so ein winziger Ort, wo man alles finden kann. Fühlt sich nicht mehr so... Ja. Bei den anderen Sachen waren es halt ein kleiner Teil, der versteckt ist. Und die waren halt immer in den Lichtungen, aber in den Routen, wo es diese Pokémon auch so gegeben hätte. Und ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Also wenn es interessant ist, vielleicht machen wir es bei einem Pokémon oder so, weil es cool ist, um es einmal auszuchecken. Ich habe die Kontakt-Safari damals nicht verstanden. Ich habe die noch gar nicht verstanden. Genau, Kontakt-Safari hat auch erhöhte Shiny-Wahrscheinlichkeit. Bidi beam, 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 beam. Ich würde es auch sagen. Die drei Vivillons zu finden, ist schwierig genug. Was heißt schwierig? Entweder teuer genug oder ich muss rausfinden, wie man das moddet, schwierig genug. Und ich glaube, ich werde es modden und nicht mir drei verschiedene DS kaufen, die ich dann nie wieder benutzen werde. Vor allem muss ich die Spiele ja auch kaufen. Safe nicht so schwer mit Mods. So schwer nicht, aber ich glaube auch nicht geschenkt einfach. Vor allem, wenn ich drei verschiedene regionale DS habe, brauche ich die Spiele auch in der Region. Das heißt, es wäre noch nicht mal den DS kaufen, sondern ich brauche dann auch ein X oder ein Y. Auf Japanisch und auf Amerikanisch. Das ist halt... Das kommt dann noch oben drauf. Das ist halt Quatsch.
Wieso nur drei? Wieso drei, dachte nur Japan, Amerika? Amerika hat zwei Vivinos. Japan hat eins. Du bräuchst noch eine Sassian und Samasenta, weil die ihre Schwert- und Schildform haben. Ihre, wie heißt die, erlöste Form? Nee. Aber die sieht man doch nicht. Ja, dann einfach nochmal Schwert und Schild schnell durchspielen. Achso, in Shiny. Wobei, willst du die in Shiny dann auch? Hast du dir die Event-Shinies zweimal geholt, wenigstens? In Shiny meinst du? Ich habe mir damals mehrere geholt. Aber ich glaube, inzwischen sind sie weg. Ja, die sind inzwischen weg. Ich hatte sie doppelt, aber habe sie inzwischen hergegeben für... Wow, ich weiß nicht mehr für was. Aber irgendwas Mystisches, Wichtiges. Ich weiß nicht mehr für was. Vielleicht für alle Pikachus? Nee. Volcanion? Ich weiß es nicht mehr. Aber das ist okay, ich würde die ja auch gerne mal hunten. Aber kannst du nicht? Ich hätte so gerne die Galarvögel in Shiny. Krass, dass sie eigentlich Samasenta und Sassian nicht... Oder haben sie? Nee, oder? Die sind nicht in Gen 9 drin. Nee, ich habe ja alle probiert. Die sind nicht drin. Oder? Ich hab's vergessen. Sind die drin? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nie mehr Legis haben können. Ich kann mir das schon vorstellen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass sie nie wieder Legis... Shiny anlocken. Ich glaub's auch nicht. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn in Gen 10 auch alles lockt ist. Die haben sie doch verteilt. Ja, aber da hat sie nicht mitgemacht. Die haben auch mal Mew verteilt vor 20 Jahren. Warum habt ihr das nicht? Mauri, du bist ein intelligentes Kommandutan. Wo ist dieses Deoxys? Also langsam wird es unverständlich. Wurde jemals erklärt, warum es Shiny Locks gibt? Nein. Du musst deine eigenen Theorien haben. Shinies sind allgemein nichts, was Pokémon kommuniziert. Es gibt halt Shiny-Geschenke, wo man sagen kann, oh, da hat Pokémon die Existenz von Shinies mal angesprochen. Aber da haben sie es ja auch nicht wirklich angesprochen. Die sind einfach da. Shiny Garados, Shiny Maxax, die sind einfach da, aber keiner redet davon. Das erste Mal, dass sie wirklich von Shinies geredet haben, war jetzt in Gen 9, wo unser Professor im Unterricht sagt, die Chance, ein Shiny zu finden, ist grob 1 zu 4000. Das war das erste Mal, dass Pokémon im Spiel selber von Shininess redet. Deswegen, nee, natürlich haben sie nie erklärt, warum ein Pokémon nicht Shiny ist. Sie erklären ja noch nicht mal irgendwas. Es gibt nie irgendwo irgendwelche Erklärungen, dass es überhaupt Shinies gibt. Also, dass es welche gibt, klar, in der Story so von wegen, oh, das Garados sieht aber anders aus. Aber es gab nie ein Statement von Pokémon dazu, dass es Shinies gibt, wie sie es gibt, warum es sie gibt und... Quasi behind the scenes haben sie noch nie von Pokémon, von Shinies geredet. Ah.
Hallo Agiraya, Fight Club Megafilm. Hast du jetzt ernsthaft Fight Club angeschaut wegen mir? Nicht nur Megafilm, einer der besten Filme, die es jemals gab. Nice. In Let's Go wurde ein Mewtwo verteilt? In Let's Go wurden überhaupt Pokémon verteilt? Ich wusste gar nicht, dass da jemals, niemand halt jemals von Verteilungen in Let's Go geredet. Hab den letzten Stream nachgeholt und mir den Film nochmal angeschaut. Ah, okay, du kanntest ihn schon. Sehr gut. Jeder 3DS hat drei festgelegte Pokémon vom selben Typ. Deine eigene Safari kannst du nicht eine sehen oder benutzen, außer du hast eine zweite Konsole. Wichtig, du kannst deine Safari nicht ändern, außer vielleicht indem du deine ganze Konsole resettest. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob das, hab das nie gemacht. Achso, das heißt, ich kann nie mehr als drei festgelegte Pokémon in der Kontakt-Safari finden. Ich muss Kontakt-Safaris von anderen joinen. Und die haben dann auch drei festgelegte. Daisuke, ich glaube, Let's Go hatte keine Geheimgeschehen. Von was genau redest du, dass es da ein Mewtwo von Giovanni gab? Sicher, dass du nicht von Pokémon Go redest? Erhalte Mewtwo für Pokémon Let's Go. Ah, tatsächlich. Maximiert. Ist aber normales Mewtwo. Okay, gab's. Gen 6 spielen wir normal, ohne Kontakt-Safari. Ich meine, vielleicht, ich habe ja sau viele Freundschaften angenommen und dann wieder gelöscht und dann wieder angenommen. Ich könnte schon das Glück haben und alle Pokémon sind vertreten. So viel hat Gen 6 ja nicht. Aber habe ich Bock? Nö. Kontakt-Safari, ich habe das nie realisiert, wie beliebt es ist. Wie es abging kurz vor der Schließung von den Servern. Entspannt zum Shiny Hunten. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, in Gen 7 und Gen 6 zu Shiny Hunten. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich habe das nie gemacht. Ich finde es irgendwie seltsam. Weil die ist einfach so ein Hybrid sind zwischen Switch und DS, also 3DS. Ich habe die Spiele einfach nie wirklich gespielt. Und dann da irgendwie. Aber vielleicht. Ich meine, ich kann es mir in Gen 5 schon eher vorstellen. 1 zu 8000 im Gras hin und her laufen. Kyurem. Aber 6 und 7? Shiny Locks. So viele Shiny Locks. Ich fand XY generell nicht so berauschend, habe aber Oras vorher gezockt.
Ich mag schon XY, aber es ist definitiv nicht das Pokémon-Spiel. Es hat das beste Legi. Xerneas ist das beste Legi. Das hübscheste auf jeden Fall. Shiny Chaining in SOS. In Gen 7. Ja, das habe ich alles nie gemacht, weil ich die Spiele halt nie damals gespielt habe. Seagate ist auch richtig hübsch und shiny. Ich glaube, es gibt niemanden, dem shiny Seagate nicht gefällt. Okay, Angel, okay. Ich glaube, ich werde es trotzdem nicht machen. Hast du eins? Eins was? Mich triggert das, dass man die Inline-Skates nicht wegpacken konnte. Wie, man konnte die nicht wegpacken? Achso, war das nicht so, dass auf dem Steuerkreuz gehst du und auf dem Stick Rollerskatest du? Stimmt. Aber warum? Gab ja eine Lösung. Ich habe einen Shiny Seagate von einer Zuschauerin geschenkt bekommen, ja. Hatte ich da nicht eine Wette gewonnen und deswegen habe ich es bekommen? Xerneas hat auch zwei Formen. Ja, halt die erleuchtete Form und die normale Form. Aber auch das ist halt, ne? Ich meine, irgendwann können wir anfangen und sagen, hey, der Delegator ist auch ein Pokémon. Wo ist der? Wo ist Shiny Delegator? Und ich brauche ein Pokémon, das viermal die Attacke Delegator kann. Oder eine Attacke sorgt dafür, dass der Schwanz von Glurak heller leuchtet. Ist das eine eigene Form? Irgendwo müssen wir doch mal aufhören. Der Delegator-Dex. Das wäre cool. So, einfach 30 verschiedene kleine Dinos. Ich habe viermal das Shiny Seagate-Event. Das heißt, du könntest sogar vier verschiedene mit Scharwandeln, was ich alles haben. Jedes Level ist eine eigene Form, genau. Und jede Attacke. Bisasam mit Tackle, Bisasam mit Heuler, Bisasam mit... In Oras konntest du 360 Grad latschen, jetzt übst du dann nur im Kreuz und in Diagonalen. Mit Stick ist auch besser als mit Steuerkreuz. Also es ist ein bisschen so wie in BDSP. In BDSP bist du ja auch auf dem Stick in allen Richtungen gelaufen und wenn du auf Teils laufen wolltest, was du manchmal musstest, dann musstest du das Steuerkreuz nehmen. Aber ist das nicht eine gute Lösung, sodass jeder glücklich ist? Bisasam mit Hyperstrahl, aber vor allem Flambirex mit Solarstrahl. Ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich einen Attackendex mache, also jede Attacke haben und schauen, wie viele Pokémon man dafür braucht. Die App registriert die Attacken zum Beispiel. Wie viele Attacken du schon... Echt? Moment. Gibt es einen Attackendex auf Home? Ist dann echt so Silberblick und dann ist da zum Beispiel Heuler ausgegraut, weil du kein einziges Pokémon hast, das Heuler kann? Was ist für ein Quatsch? Dann gehe ich kurz in Home, bring dem Heuler bei und dann auf einmal habe ich Heuler? Ich finde, da sollte der Attackendex registrieren, was du haben könntest. Aber wenn du zum Beispiel, also sagen wir, wenn du jedes Pokémon hast auf Level 100, dann sollte dein Attackendex auch voll sein, weil du ja dann jedes Pokémon hast, was potenziell jede Attacke können kann. Aber dass ich die dann selber auswählen muss und dann wieder die auswählen und die auswählen, damit die alle registriert werden, das ist doch... Das ist einfach nur Sklaventreiberei.
Mindestens eine Attacke kann man nicht kriegen, weil die nur ersetzt Flirt kann. Wenn die aber nur ersetzt Flirt kann, dann ist die nicht im Attackendex drin. Weil man die dann nicht haben kann. Ist die im Attackendex drin, diese Attacke? Hallo Ferret. Bye, Jay. Oh, wo bin ich jetzt am Gähnen? Ich bin doch erst seit 5 Stunden wach. $10.500 gleich. Wir haben heute schon 700 gemacht. Es gibt Event-Attacken. Ja, das ist klar, dass es besondere Attacken gibt bei Event. Aber was eher, finde ich, noch cool wäre, ist ein Dex, der offiziell von Pokémon ist, mit diesen Event-Pokémon. Den würde ich gerne irgendwie versuchen abzugehen. Zum Beispiel ein Pikachu zu besitzen, das Surfer kann aus Gen 1. So, das könnte ein Achievement sein. Aber die wissen halt, dass es unfair wäre, weil genau genommen kann man das halt nicht mehr kriegen. Beziehungsweise Surfer-Pikachu wäre sogar noch möglich. Aber zum Beispiel, es gibt ja so Events wie, keine Ahnung, Mauzi mit Zugabe. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber keine Ahnung, es gibt ja so Zapdos mit der VM Fliegen, aber es gilt nicht als VM, weil es eine Event-Attacke ist oder so. Das wäre cool, so ein Event-Dex. Ich kann mir vorstellen, dass in der App sogar Surfer-Pikachu drin ist. Weil heute ist es nicht mehr schwer, einen Surfer-Pikachu zu kriegen, aber Gen 1 Surfer-Pikachu wäre schwer, weil ich glaube, das Surfer-Pikachu kam nur in der japanischen gelben Edition vor oder wenn man Pokémon Stadium spielt. Und Pokémon Stadium ist unmöglich zu übertragen. Aber deswegen gibt es ja Retro-Achievements. Da gibt es diese Trophäen. Bringe deinem Pikachu Surfer bei. Hast du in Kapu alle Shinies? Ja. Ich habe allerdings nicht alle mit eigener OT. Da müsste ich in meinen echten Shiny-Dex gucken. Der ist aber nur für mich. Wie viele würden mir in Gen 9 noch fehlen, wenn es um meine OT geht? Da würde mir fehlen der kleine Chili. Ah, das Relor habe ich. Schlurm, also Chili, Schlurm, Flamigno, kleiner Wal, das orangene Sushi und das Wassertaurus. Ich habe Wassertaurus nicht selber gefangen. Ah ne, Feuertaurus? Feuertaurus habe ich nicht selber gefangen. Und Normifin. Ich habe keinen Normifin. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voltrian. Ich habe keinen Voltrian selber gefangen. Okay. 8. 8 Shinies in Gen 9, die nicht meine OT haben. Wäre vielleicht auch noch was wegen der OT. Natürlich wäre das was. Aber ich kann ja nicht alles gleichzeitig machen. Das wäre so einiges was. Ich kann auch immer noch Zwiebs shiny hunten und ich habe einiges, was ich noch machen kann. Aber wann soll ich das machen? Der Surfer Pika kann man mit Pokémon Gelb und Stadium jetzt auch noch machen. Ja, du kriegst es nicht auf Home.
weil Pokémon Stadium, weil du die virtuelle Konsole von Gelb nicht verbinden kannst mit Pokémon Stadium. Sondern nur mit Original Gelb. Und dann ist es auf Original Gelb gefangen. Mit Modden geht alles. Aber wir reden ja immer von dem legitesten Weg. Man kann Surfer Pikachu auch mit einem Glitch bekommen. Okay, das kenne ich nicht. Wenn das in der virtuellen Konsole von Gelb geht, dann kann man Surfer Pikachu haben. Kann aber gut sein, vor allem weil es ein Glitch ist. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass du Surfer Pikachu nicht auf Bank übertragen kannst, weil du VMs löschen musst. Du musst VMs löschen und die haben da keine Ausnahme gemacht bei Eventmons. Und deswegen musst du dem Surfer wieder entlernen. Aber du weißt trotzdem, das ist ein Pikachu, das Surfer hatte. Und dann kannst du ihm heute in Gen 9 einfach Surfer wieder beibringen. Das fühlt sich nicht so richtig an, ne? Das fühlt sich nicht so geil an. Das Dreier-Dummi-Miese fehlt dir auch noch. Ranhalten da. In einer Woche möchte ich das Dreier-Dummi-Miesel sehen. Sith Trooper Nick, dankeschön für deinen allerersten Sub hier. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Vielleicht bringt uns der Nick ein bisschen Glück jetzt. 3, 2, 1, wo ist es? Die Mäuse brauche ich auch noch. Ja. Ich zögere so lange hinaus, bis es in Gen 9 die Mäuse einfach zu 100% gibt. Aber alles, was man mit Bank übertragen kann, hat Priorität. Gen 9 hat keine Prio. Gen 9 wird in 10 Jahren noch gehen. Aber du meckerst, ja, ich will auch nicht, dass Famibs leichter wird. Ich will es wirklich nicht. Ich meine nur, ich mache das jetzt so lange nicht, bis es leider einen viel zu einfachen Weg geben wird. Ich meine, für Dreier-Dummi-Miesel gibt es ja schon einen einfachen Weg. Wenn man es in Gen 3 macht. Was, Gen 3 oder Gen 4? Ich glaube Gen 3. Mit Synchro. Aber für die Mäuse wird es so schnell keinen einfachen Weg geben, außer sie kommen vielleicht in Legends Saar vor. Aber ich glaube nicht. Ist eh die Frage, ob Gen 9 Pokémon in Z gab es schon? Gab es im Trailer Gen 9 Pokémon, die man sehen konnte? Wahrscheinlich. Ein paar Gen 9s werde ich schon reinpacken. Doch vor allem mit der Farbsättigung geht das schon sehr klar. Ohne Farbsättigung würde ich es, glaube ich, immer noch so machen, wie ich es damals gemacht habe. Also mit Autokampf. Aber wenn ich es mit Farbsättigung mache, ist es natürlich chilliger, wenn ich es im Ausbruch mache. Man killt die Augen zwar, ja, ich nicht wegen Farbsättigung. Ich sehe das Ding von sehr weit weg. Bin seit kurzem wieder in Pokémon eingestiegen und verschlinge gerade vor allem deine Videos zum Origin Dex. Hast mich jetzt leider auch angesteckt, einen eigenen Living Dex zu machen. Nicht leider. Aber zieh's durch. Ich glaube, viele ziehen's nicht durch. Wer zieht's durch? Wer hat schon durchgezogen? Aber es freut mich sehr, Nick. Da stifte ich Leute gerne zu an, weil es... Außer wenn du jetzt dein Haus und Hof verkaufen musst, um Gen 3 Spiele zu kaufen. Aber ansonsten finde ich das gut, wenn ich Leute dazu anstifte. Ich habe so Mühe, die Mäuse in Shiny zu erkennen. Dann schraub die Farbsättigung hoch. Dann siehst du Blau und Grau sehr, sehr gut. Aber dafür brauchst du halt eine Capture Card wahrscheinlich. Bei wie vielen Shiny Mäusen bist du denn stehen geblieben? Habe ich die Szene noch?
51. Nee, ich glaube, es ist 50. Ich glaube, ich habe mal aus Versehen auf den Knopf gedrückt. Sollte 50 sein. 50 war eine schöne Zahl. Du könntest den Origin-Dex nicht realisieren. Mir fehlen zu viele Spiele. Hab keine Capture-Card. Dann musst du deine Augen tränen lassen. War das noch Single Deoxys in der Szene? Ja. Da haben wir bei 500 anscheinend aufgehört. Du hängst gerade in Gen 6. Du hängst ab in Gen 6, oder? Aber du hängst nicht wirklich. Wie willst du das mit den Vivillons machen, Mauslo? Bin Ü50, sehe nicht mehr so gut. Dann vielleicht eine 20 Euro Capture Card mit dem PC verbinden und die Farbsättigung so richtig schön hochballern. Nur eine Ausnahme, ich kann leider nicht die alten Spiele spielen. Kann die Pokémon also nur in den Remakes oder neuen Spielen fangen. Und das nennst du dann Origin Dex? Blasphemie. Wie wäre es mit Origin Dex Remix. Origin Dex Remix. Wir müssen einen Namen finden. Nee, Schmarrn. Origin Light Dex? Light Origin Dex? Origin Dex Light? Nee. Jeder muss selber sagen, wo der Ursprung liegt. Wobei, Region Dex? Das ist was anderes. Origin Dex Light finde ich aber interessant. Dass man einfach, das dann wäre einfach nur... Wobei, es ist eigentlich Region Dex, du hast vollkommen recht. Es ist Region Dex, weil dann ist es nicht mehr Origin, sondern du fängst es da, wo in der Region, in der es das erste Mal vorkam. Weil du spielst Oras und dann steht da, dann hast du zwar nicht das Herkunftssymbol, das richtige, was keins wäre, bei Gen 3 leider, aber du hast da dann Hoenn stehen. Eigentlich ist Region Dex richtig, aber man denkt zuerst Region Dex. Aber Region Dex klingt langweilig. Ist das dann nicht Nationaldex? Stimmt, weil man sagt Nation. Das ist die Kanto-Nation. Ja, aber auch nicht wirklich, weil in jeder Gen ist der Nationaldex anders, weil sich ja Pokémon wiederholen und so. Der Begriff Region Dex und Nationaldex sind halt schon vergeben. Henriette! Dankeschön für deinen Tier 2 Sub. Vielen Dank. Auf den Stapel damit. Und du bist etwas, was ich glaube ich kenne ausnahmsweise mal, was du kennst. Bist ein Relaxo. Relaxo. In der deutschen Liste zum DNS-Glitch steht, was von Deoxys und Manaphy. Hat die jemand tatsächlich abholen können? Ja, darfst du nur nicht in Platin machen, sondern musst du in Perl und Diamant gibt's die, glaube ich, nur, aber nicht in Platin. Oder andersrum und sie gibt's nur in Platin. Aber ich glaube, sie gibt's nur in Diamant und Perle. Genesis Dex. Nee, Genesis ist ein anderer, ist ein biblischer Begriff für Ursprung. Also... Origin Dex. Da denke ich an Orre. Juck mir nicht, wie es heißt. Ich mache meine eigenen Regeln. Genau. So fühle ich mich heute in meinem freien Tag. Sehr gut. Aber du darfst das Relaxo nicht nachmachen. Relaxo versucht hier aufzustehen. Relaxo muss liegen bleiben. Wir brauchen das Gen 1 Sprite, was ungefähr so aussieht.
Irgendwann muss ich mir dann auch Gen 1 auf dem OG-Spiel antun, auch wenn ich da keinen Bock drauf habe. Gen 1 nicht gut gealtert. Fand Gen 2 schon. Ach, du hast nie Gen 1 gespielt? Fand Gen 2 schon anstrengend, auch wenn das noch ging. Aber das mache ich nur, wenn Gen 1 auf die Switch kommt. Moment, wo hast du dann deinen Gen 1 Origin Dex gemacht? In Let's Go? In Let's Go gemacht? Das ist ja ein Kinderspiel. Da werden dir ja sogar Geschlechter angezeigt. Ich mache einen Full Evo All Ability Dex. Aber ohne Origin. Weil sonst müsstest du den Dreck machen, den ich in Gen 5 letzte Woche gemacht habe. Oder die letzten 3 Wochen. Was ja mit Ability Patch und sowas. Ich meine, ist ja zum Glück. Zum Glück ist das mit Gen 9 ist das nicht mehr sehr schwer. Du brauchst jedes Pokémon und dann levelst du sie auf, gibst denen Pflaster und Vitamine und was nicht alles und du kannst einen Dex haben mit den, wie gesagt, most battle ready Pokémon ever. Du hast dann quasi, wenn du sowas machst, für jede Situation das perfekte Pokémon schon parat. Vielleicht hast du jetzt nicht jede Kampfsituation von jedem Pokémon, aber du hast auf jeden Fall die beste Kampfsituation, würde ich sagen. Also Gengar ist definitiv ein Spezialangreifer zum Beispiel. Vielleicht gibt es auch Leute, die Gengar physisch trainieren. Wüsste ich jetzt nicht warum. Vielleicht gibt es einen Grund. Aber man kann sich sicher den perfekten Competitive Dex quasi machen. Jedes Pokémon ist so trainiert mit der besten Fähigkeit oder mit jeder Fähigkeit, die er es haben kann, perfekt trainiert für die Situation, sodass du es einfach nehmen kannst und sagen kannst, los, kämpf. Fahr mal so viel Pflaster, ja. Geht mit den ganzen Events. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich alle meine Shinies auf Level 100 mache. Ich würde alle auf 100 machen, die für dich perfekt aussehen. Wenn alle perfekt aussehen, ja. Aber ich habe halt so viel im Quickball. Da würde ich nicht die XP-Sachen verschwenden wollen für ein Shiny, was im Quickball ist. Aber wenn ich, keine Ahnung, mein Shiny Arctos aus Gen 1 würde ich nicht anfassen wollen. Weil das ist Level 50. Das fängt man auf Level 50, das fängt man ohne IVs und EVs, Das ist so perfekt. Aber wenn ich jetzt ein Espinodon im Tauchball habe und ich sag, das ist geil, das ist perfekt, Level 100, dann machen wir das zu so einem Ja, eben. Und dann gibt's halt welche. Ich finde, die Level 100-Regel kann man halt nicht schön durchziehen, weil wir haben halt Shinies, die, so wie Giratina auf Level 5 oder Giratina jetzt auf Level 1, die zu haben. Warum soll ich die auf Level 100 machen? Das Besondere an denen ist, sie auf Level 1 und Level 5 zu haben. Die könnte man auch Shiny hunten. Trauma da jetzt nicht, aber das Ei könnte man Shiny hunten. Ich will halt immer nur eine Regel machen, die ich durchziehen kann. Und die Level 100-Regel könnte ich nicht durchziehen. Auch im Origin Dex wäre es cool, jedes Pokémon auf Level 100 zu haben, aber das widerspricht dem Origin-Gedanken. Deswegen mag ich es ja auch nicht, Pokémon da reinzutun, die in meinem Team waren, weil die in meinem Team werden ein komisches Level haben und komisch trainiert sein. Wegen den ganzen Cheatmons werde ich meine Dexmons nicht auf Level 100 machen. Auch ein Grund, Leute können denken, das Level 100, das ist gecheatet. Dann gibst du ihm noch so einen Meisterball als Item. Hallo, Jenny. Die Oxys will nicht. Ich esse mein Porridge.
Ehrlich. Ist das dein Abendessen? Das wäre sehr wenig. Hast du gesehen? Es war ein Löffel. Nein, ich habe das nur vorhin nicht aufgegessen. Mein Abendessen wird Butter Chicken sein, was ich noch kochen muss. Und es ist schon 18 Uhr. Aber wir müssen doch zumindest auf 11.000 gehen. Aber das wäre schon viel, wenn wir jetzt 11.000 machen. Dann hätte ich ja heute 1.200 Resets gemacht. Noch weitere 11.000? Genau. Bei uns ist 19 Uhr. Okay. Trotzdem ist es 18 Uhr. Es geht hier um mich und nicht um euch, ihr Main-Character-Syndromhaber. Ich bin hier der Main-Character, hallo. Und in meinem Universum ist es 18 Uhr. Und jetzt? Genau. Wo ist der Bus? Bitte kommen Sie mal wieder vom hohen Ross runter. Ihr alle kommt mal bitte von euren Phantoros runter. Ich brauche euch hier auf unter meiner Ebene. Eigentlich soll ich die Kamera so positionieren, dass ihr so in mein Kinn reinguckt, dass ich auf euch herabblicke. Immer so ein... Was ist diese Meme? Was für ein Charakter war das, der so krass auf einen herabblickt? Das ist so ein geiles Bild, dieses... Wie war dieses Bild? Was war das nochmal? War das eine Katze? Nee, das war keine Katze. War nur eine Feststellung? Okay. Wusstet ihr, dass es in Japan wahrscheinlich gerade 2 Uhr morgens ist? In Zukunft bei Verteilung werde ich mir immer mehr als nötig abholen. Ja. Aber zum Beispiel bei Windewoge und wenn es Codes sind, ist es ja einfach. Aber wenn es so wie bei Windewoge und Eisenblatt, war es halt schon gemein, weil du dir gehen halt die Spiele aus und du musst schon mies weit spielen, um das abzuholen. Beziehungsweise es zu schaffen, zu gewinnen und so weiter. Auf der anderen Seite ist es cool, wenn mehr dahinter ist als nur ein Code. Aber ich hatte jetzt keinen Bock, nochmal Spiele anzufangen, um mehr Windewoges und so zu holen. Ja, du hast es auch viel. Ja, ich habe es auch auf 4 Spielstände geholt. Aber das reicht nicht. So, das sind ja nur 2 extra dann. Beziehungsweise es sind 3 extra, wenn du... Ja, natürlich beide auf beiden holst, aber dafür brauchst du Nintendo Online. Und ich hole mir doch nicht Nintendo Online nur für etwas, was ich vielleicht irgendwann mal weitergeben kann. Das gibt's nicht in Shiny. Windewoge und Eisenblatt? Nein. Dafür gibt's die 14 Tage Gratis-Taktik. Die hatte ich nicht mehr. Oh ja, ich habe noch nicht erzählt, was in OOT mir am Ende gefehlt hat. Ich hab's nicht gepackt, ne? Aber es war so typisch. Mir hat ein Herzteil gefehlt und ich bin alle Herzteile abgegangen.
Wisst ihr, welches Herzteil mir gefehlt hat? Ich bin alle abgegangen, hatte trotzdem immer noch eins übrig. Mariko, bist du noch da? Ich weiß nur, dass Mariko davon Ahnung hat, deswegen. Shoutout Mariko. Ogopon, hast du dir auch mehrere geholt? Ja, ich habe halt andere Ogapons, weil ich halt die auch mit Lea und so halt extra, deswegen die Ogapons, die ich halt überhaupt, die heißen halt nicht Leo. Da denke ich mir halt auch, wer will die? Megatrack, gell? Welches hattest du gesagt, Mariko, welches dir mir fehlte? Nee, es ist eigentlich so offensichtlich, was mir gefehlt hat. Aber halt nur in meinem Kopf, weil ich das einfach nicht wusste. Wenn sie ihn shiny verteilt. Wenn ja, wenn es Verteilungen sind, dann ist die OT ja egal. Wieso brauchst du so viele? Es macht, wenn Events sind, wo seltene Pokémon verteilt werden, sollte man sich immer mehrere holen, weil irgendwann wird es Leute geben, die die nicht geholt haben damals. Und dann bist du die Person, die die Oberhand hat und sagen kann, yo, ich habe die damals 4-mal, 8-mal geholt. Gib mir alles, was du hast, und ich gebe dir das eine. Weißt du, Pokémon geht halt drum, es geht halt um Tauschen. Und wenn du, ich meine, wie viele Leute sind dauernd irgendwie auf unserem Discord und sagen, hey, hat jemand für mich ein Marshadow? Ich gebe euch dafür 10 Shinies und so. 10 Shinies ist das nicht wert. Marshadow ist so viel mehr wert als 30 Shinies. Du musst schon mit was Gleichwertigem kommen. Und in 5 Jahren kannst du halt ankommen mit, hey, ich habe ein Shiny Zamazenta. Das ist der R. Okay. Du musst halt, wenn du es irgendwie ernst meinst mit Pokémon, dem Sammeln und sowas, musst du halt vorausblicken und sagen, hey, das wird irgendwann mal sehr selten und sehr viel wert sein. Wie Dadazaru zum Beispiel. Bei dieser einen Verteilung von Dadazaru haben nicht alle mitgemacht und jetzt, 2 Jahre später schon, wünschen die Leute sich Dadazaru. Und die, die Dadazaru haben, die haben halt ein Druckmittel, ne? Die das verkaufen sind doof, ja, das ist doof. Weil Geld sind die natürlich nicht wert. Du meintest das bei dem Goron in dem Drehding? Nee. Das habe ich auch nochmal überprüft und dann kam ein riesiger Diamant raus. Oder ein riesiger Rubin raus. Ich bin sogar extra nochmal zu Boris gegangen. Und der hat dann auch dreimal hintereinander mir einen rosanen Rubin gegeben, was bedeutet, ich habe dreimal hintereinander das Herzteil gekriegt. Nur, dass kein Herzteil mehr da war. Dreimal hintereinander kam das Herzteil. Kann sein, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass es mehrmals kommt, wenn man es abgeholt hat. Ich glaube nicht. 20% ist, glaube ich, Herzteil. Ich handle zurzeit Rayquaza auf Smaragd mit der Runaway-Taktik. Ist möglich, oder? Ja, aber sehr schwierig, weil, deswegen fragst du wahrscheinlich, weil die Shiny Frames vorgegeben sind. Aber ja, du kannst einfach weglaufen vor diesem Rayquaza und irgendwann den richtigen Frame treffen. Aber geh sicher, dass du jedes Mal, wenn du es shiny huntest, es lange machst. Weil es kann halt echt sein, dass der Frame, den du suchst, sehr weit weg ist. Und jedes Mal, wenn du neu lädst den Speicherstand, ist wieder auf Null. Du musst halt hoffen, dass in diesen Frames, die du immer suchst, dass irgendwo da ein Shiny drin ist. Ist hart. Aber es ist möglich. Ja, Sarut war dieses E-Mail-Ding, wo dann viele Leute es nicht gekriegt haben und du musstest auch... Ich habe mir ein VPN gemacht, um überhaupt die E-Mail verschicken zu können. Oder die E-Mail kriegen zu können, weil... Oder mich anmelden zu können, weil das war nur auf Deutschland. Auf Rubin Saphir geht es einfacher, oder? Ja, wenn deine Batterie noch geht, ja. Mariko, mir hat das Herzteil gefehlt, ein sehr offensichtliches. Mir hat das Herzteil gefehlt
im Forschungslabor vom Hyliasee. Und weißt du warum? Jetzt im Nachhinein weiß ich natürlich, wo der Fehler lag. Aber ich bin damals, da wo du tauchen musst, genau, ich bin damals in das Forschungslabor rein, bin da runtergetaucht, beziehungsweise ich habe Stahlschuhe angezogen, war unten und ich war der Überzeugung, dass es in dem Crate da unten drin ist. Also habe ich die Crate kaputt gerannt und da ist eben kein Herzteil drin, sondern eine Skulltula. Und dann war ich überrascht, so von wegen, ach, ich dachte mal, hier unten ist ein Herzteil. Anscheinend doch nicht. Nur eine Skulltula. Dann, als ich das Spiel durchgespielt hatte, alle Herzteile hatte, außer eins, bin ich diese Liste durchgegangen. Und immer, als ich auf der Liste den Teil gesehen habe mit Herzteil im Forschungslabor, dachte ich mir, hab ich. Da war ich. Weil ich war ja auch da. Ich kann mich erinnern, dass ich da war, also habe ich das. Und dann, als ich wirklich nochmal alle Herzteile abgegangen bin, bin ich dann nochmal runter, hab die Crate kaputt gemacht, kein Herzteil drin, also dachte ich mir, hey, ich hab's geholt, weil das Herzteil ist nicht drin, weil da war eine Skulltula drin. Und dann bin ich wieder diesen Guide durchgegangen und da sind halt Screenshots dabei. Und bei dem Screenshot ist halt immer das Forschungslabor einfach nur. Und dann bin ich einfach mal, weil ich mir dachte, okay, vielleicht liegt es daran, dass 3D-Remake vielleicht andere Orte hat, bin ich einfach einen komplett anderen Guide mal angegangen und mir da die Screenshots durchgegangen. Und dann war da ein Screenshot eben nicht von einem kompletten Forschungslabor, sondern von dem Forscher, von dem Typen, der da steht. Und dann ist es mir sofort gekommen, die Erinnerung von vor Ewigkeiten. Ich muss tauchen. Und dann gibt er mir eine Belohnung dafür, dass ich ganz runtergetaucht bin. Ich muss den Typen anreden. Ich renn zum Forschungslabor, red mit dem Typen und er gibt mir das letzte Herzteil. Ich habe das überhaupt nicht mehr in Erinnerung gehabt. Es war quasi so, dadurch, dass ich da hin bin und dann da gecheckt habe und ich war ja da und dachte immer, ich hab das, weil es ist da unten. Aber ich muss ja, ich krieg das als Belohnung. Aber dann war ich so happy, als ich das gecheckt habe, weil dann war mir so klar, das muss es sein. Das ist das Einzige, was Sinn ergibt, dass ich den Typen nie angeredet habe. Und der hat es mir dann gegeben, pling, fertig. Und dann bin ich die Skulltulas angegangen. Ich hatte 50 Skulltulas und ich bin die komplette Liste an Skulltulas durchgegangen, wirklich jedes. Und was war am Ende? 99. Komplette Liste durchgegangen, 99. Ich so, nein, nicht schon wieder. Und dann bin ich die durchgegangen, dann bin ich die nochmal abgegangen, bei denen ich mir sicher war, dass ich sie habe und sie deswegen nicht nochmal abgegangen bin, wie so Sachen, die halt wirklich neben dem Schlüssel sind. Und man hörte ja auch. Und dann war eins im Schattentempel, obwohl es neben der Truhe ist, die man aufmachen muss, um in der Story weiterzukommen, ich habe es nicht geholt. In meinem normalen Spieldurchgang habe ich diese Skulptur nicht eingesammelt, obwohl sie einfach sichtbar neben mir war. Wahrscheinlich dachte ich mir, ach, die hole ich später. Und dann hatte ich 100 Skulpturas und dann bin ich zum See, habe mir das Video angeschaut und es war, wie ich gesagt habe, also man muss wirklich jede vierte, also das erste Video, das ich mir angeschaut habe, war Quatsch zum Beispiel. Der sagte alle drei Male. Dann habe ich ein anderes Video angeschaut, das Video sagte alle viermal und das stimmte dann. Das Problem ist nur, du weißt nicht, bei welchem Mal du bist. Weil der seltene Hylian Loach erscheint alle viermal, die du bezahlst und rausgehst aus dem Angelhaus. Aber du weißt halt aber von Spielbeginn. Das heißt, du weißt nicht, bei dem wievielten Mal du gerade bist. Das heißt, im Endeffekt musst du einfach nur bezahlen, rausgehen, reingehen, gucken, ob der Loach da ist. Bezahlen, rausgehen, reingehen, gucken, ob der Loach da ist. Und dann, wenn er da ist, was innerhalb von viermal natürlich passieren muss, kannst du sogar speichern. Weil der Loach ist immer dann da, bis du wieder zahlst und rausgehst. Das heißt, wenn du gezahlt hast und er ist da,
dann ist der für immer da, bis du ihn fängst oder halt wieder rausgehst und wieder zahlst. Und so habe ich einfach den Speicherstand immer wieder neu starten können. Bin in da reingegangen und da war in der einen Ecke. Und ich habe so 5-mal neu starten müssen, weil ich aus Versehen, weil er entweder dran geblieben ist. Also wenn der Loach verscheucht wird, dann geht er ins tiefe Wasser und es ist unmöglich ihn zu kriegen, weil dann brauchst du den tiefen Sinker. Den brauchst du aber eigentlich gar nicht. Das interessiert gerade niemanden außer Mariko, ne? I don't care. Und du kannst es aber eben schaffen, auch ohne diesen Sinker, der so schwer zu kriegen ist eben. Weil er taucht immer im seichten Wasser auf am Anfang. Und solange du ihn nicht verscheuchst, bleibt er da auch. Du verscheuchst ihn halt nur, wenn du die Fische außenrum aus Versehen quasi aufscheuchst. Oder wenn er halt von der Angel wegreißt. Und einmal hatte ich ihn direkt, beim zweiten Versuch hatte ich ihn an der Angel und er ist sofort abgehauen. Und dann wollte er so eine halbe Stunde lang nicht dranbleiben. Und ich habe die ganze Zeit Angel geworfen, Angel geworfen, er ist bis vor meine Füße geschwommen, aber wollte nicht anbeißen. Und dann hat er angebissen, sau weit weg von mir. Und ich habe wirklich so 2 Minuten oder sowas war es. Und ich hatte so Angst, dass er sich wieder losreißt. Ich hatte so Angst. Weil ich glaube, in Speedruns mitgekriegt zu haben, dass in Ocarina of Time zählt quasi ein Counter runter. Und irgendwie alle 10 Sekunden besteht eine Chance von relativ gering, 10% oder sowas, dass der Fisch sich losreißt. Und es dauerte immer länger und immer länger. Ich denke so, oh nein, oh nein, oh nein. Wenn Fisch an der Angel ist, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass er sich losreißt. Aber es kann halt sein, zu irgendwie 10% oder sowas. Ich weiß gar nicht, von was du redest. Von Zelda, was ich schon jetzt gerade mehrmals erwähnt habe. Zelda, Link, Ocarina of Time. Was wir die letzten Streams gespielt haben. Ja, aber wenn du das weißt mit den 4-mal und wann du speichern musst, es ist super einfach, weil selbst wenn er dann weg ist, selbst wenn er, kannst du einfach neu starten, er ist immer da, der Fisch, an der gleichen Stelle. Und dann musst du einfach aufpassen, dass kein anderer Fisch den Köder nimmt und hoffen, dass er einfach anbeißt, was lange dauern kann. Aber du brauchst nicht den Sinker, der auf den Boden runtergeht, was du wahrscheinlich auch gemacht hast, weil der Sinker resettet sich ja auch jedes Mal, der kann irgendwo sein. Der kann irgendwo sein im kompletten Tümpel und jedes Mal, wenn du das Haus verlässt, ist dein Sinker auch wieder weg. Das heißt, du musst jedes Mal, bevor du den Loach fangen willst, den Sinker einsammeln, den du nicht weißt, wo er ist. Ich habe den selber noch nie gefunden zum Beispiel. Deswegen, ich habe nicht wirklich 100%, weil ich habe nie den Sinker gesucht. Aber ich habe ihn nicht gebraucht. Deswegen, wenn du das alles weißt, ist der Loach eigentlich echt easy zu kriegen. Aber du hast damals 4 Monate gebraucht. Der dumme Fisch war mein absoluter Endboss. Ich habe Angst gehabt, dass der für mich so schwer wird, aber dann, wo ich gecheckt habe, wann ich speichern muss. Und ich rede nicht von einem Hardsave. Ich habe ganz normal im Spiel gespeichert. Ich habe nie... Weil ich darf kein Hardsave in dem Spiel machen, weil dann werden die Achievements deaktiviert. Deswegen, ich habe den komplett legit geholt. Man muss halt nur wissen, wie, wo, wann. Wann ist egal. Wie, wo. Aber man kann ihn leider nicht abgeben. Der sagt dann, dieser Fisch ist so selten, es gibt sehr wenige davon, ich tue ihn zurück in den Tümpel. Aber du kannst ihn ihm zeigen und dann sagt er, wow, was für ein krasser Fisch. Aber du kriegst ihn nicht in das kleine Aquarium rein. So, wir sind bei 10.788, ich gehe jetzt noch auf 10.800 und dann war es das. Dann muss ich Essen machen. Die Marinade muss nämlich marinieren, weil ich sie gestern Nacht vergessen habe zu machen. Es wird jetzt nicht so mariniert schmecken, aber immer noch fabulös. Und jetzt sind wir wirklich langsam wieder beim Durchschnitt.
Die 4000 hat den Schnitt runtergebracht und sobald ich 12.000 erreicht habe, sind wir beim Full-Odds-Schnitt. Krass. Wir haben die Oxus schon rechts gesehen, Fail. Links gesehen, Success. Vielleicht ist die deutsche Version einfach broken. Das heißt, rechts oben muss auf jeden Fall auch gehen. Ich habe lange nicht mehr überprüft, ob alle Deoxys unterschiedliche Stats haben. Das muss sein. Warum sollte sich das auf einmal ändern? Ah! 800! Stop it! Muss mal dein Rezept auf Patreon posten. Ja, warte. Ich kann dir das Rezept geben. Ich habe das mal vor Jahren habe ich da mal, als ich noch Kolumnist war, habe ich das niedergeschrieben, mein eigenes perfektes Rezept dafür. Und ausnahmsweise kann ich dir dieses Rezept eben mal kurz geben, das natürlich ich selber geschrieben habe. Warum denkt ihr, dass ich ein eigenes Rezept habe? Natürlich chefkoch.de, fertig. Okay, fertig. Dankeschön fürs Dasein, das war's. Ich werde heute Nacht mich an Gen 5 setzen, das Skript schreiben. Rezept für was? Drück drauf. Mein Butterching ist auch gleich fertig. Dass dir eine arme Nachbarin gemacht hat, nachdem sie sich von dir bedrängt gefühlt hat. Man macht schon Abweichungen damals. Man macht schon Abweichungen sehr teilweise. Nee, weil dann ist Kacke. Das ist gar nicht wahr. Du hast es nie bestritten. Außer jetzt. Mein Chat hat nicht gescrollt. Butter Chicken. Ich muss irgendwann mal was Neues machen. Wir reden hier zu oft über dieses Butter Chicken. Aber ich sage ja nur, wie gut es ist. Mach das auch mal. Okay, tschüss. Bis übermorgen. Morgen kein Stream. Und bis übermorgen. Tschüss, tschüss, tschüss. Ich glaube, morgen kommt ein Patreon-Video. Ich habe vergessen, für wann ich es gescheduled habe. Ich habe die Batterien in meiner GameCube gewechselt und das habe ich sogar gefilmt. Wie ich Batterien in der GameCube wechsle. Tschüss. Bussi, bussi, bye, bye.